Einen wunderschönen guten Abend hier zu Pen and Paper an diesem Samstag der Gamevasion. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Schön, dass ihr hier alle mit im Studio dabei seid. Wir haben heute eine ganz besondere Runde Pen and Paper vor uns, denn wir werden uns ins Outriders-Universum bewegen. Ein Universum, was noch gar nicht auf dem Spielemarkt vorhanden ist. Und das Spiel kommt erst Ende des Jahres raus. Und Square Enix hat uns schon mal erlaubt, hinter die Kulissen zu gucken, ein bisschen ins Storybuch zu gucken, ein bisschen durchzuwühlen. Und wir haben daraus eine kleine Pen and Paper-Story gemacht, die wir euch heute präsentieren werden. Wenn ihr jetzt denkt, was zum Henker ist eigentlich Pen and Paper, was sollen die Leute da mit ihren komischen Würfeln, ihren Stiften und wo sind die ganzen digitalen Inhalte, werde ich gleich noch erklären, keine Sorge. Vorher werde ich euch aber meine wunderbaren Spieler, die wir hier heute versammelt haben, präsentieren. Zu meiner Rechten, vorne Milchbaum. Hallo, schön, dass du da bist, Milchbaum. Hallo. Du spielst heute zum ersten Mal Pen and Paper, habe ich gehört. Ja. Hast du dich irgendwie vorbereitet zumindest? Ja, ich habe mir ältere Pen and Paper Sachen angeschaut. Von uns auch? Ja, von euch, genau. Sehr gut. Was hast du dir angeguckt? Da wart ihr so im Wald und ihr wart alle so alt. Das war wahrscheinlich, das sind die immer. Beards, oder? Das könnte Beards gewesen sein, wer weiß. Ist aber gut, dass ihr also Beards, das hat auf jeden Fall in so einer Barockzeit, Mittelalterzeit irgendwie gespielt. Dann war es wahrscheinlich Beards. Okay, dann bist du auf jeden Fall bestens vorbereitet, das ist schon mal gut. Zu meiner Rechten außerdem, Rebenzeit. Schönen guten Abend. Hi. Wie hast du dich vorbereitet? Du hast ja auch zum ersten Mal jetzt gespielt heute, richtig? Ich bin seit 3 Tagen in meiner Rolle. Sehr gut. Was ist denn deine Rolle? Soll ich das jetzt schon erzählen? Das machen wir gleich noch. Du kannst das schon mal ein bisschen teasen. Die Leute schon mal ein bisschen, weißt du? Ich bin hier, um meine Tochter zu finden. Oder den Mörder meiner Tochter. Oh, Gänsehaut. Sehr gut. Ja. Die kennt schon Gänsehaut. Das ja. Zu meiner Linken vorne, Hand of Blood. Wir müssen, glaube ich, nicht weiter vorstellen. Schön, dass du da bist. Ja. Du hast schon mal D&D gespielt, hast du gesagt, ne? Ja. So ungefähr 5-mal. Wahrscheinlich wirst du von den Erfahrungen auch eh nicht viel mitnehmen können, denn wir spielen was komplett anderes als D&D, aber schön, dass du trotzdem schon mal Erfahrung gesammelt hast. Dass Würfeln wichtig ist und Wahrnehmung. Ja, und du weißt, der Spielleiter, der hat jetzt gerade die ganze Macht in seiner Hand. Ich weiß, wie man Spielleiter auf die Palme bringt. Cool. Eine weitere Person, die weiß, wie man Spielleiter auf die Palme bringt, ist der Mann, der links neben mir sitzt. Nils Bohmhoff, schön, dass du da bist. Dankeschön. Ich wollte dich damit jetzt nicht beleidigen. Ein Stück weit finde ich das, weil das arbeitet so ein Klischee aus, was ohnehin schon zu Unrecht existiert. Und diese Narrative kann ich nicht weiter erzählen. Ich möchte gerne, dass heute ein anderes Kapitel aufgeschlagen wird, dass der kooperative, soziale Gruppenmensch hier mal in den Vordergrund gestellt wird. Das finde ich sehr, sehr gut, Nils. Aber ich habe ja schon kann ich deine Sachen haben? Seite. Das ist hier, ja, ne? Das sind wir. Infektionsschutz und so weiter. Ach ja, stimmt. Schön, dass ihr alle mit da draußen dabei seid. Wie gesagt, wir spielen heute Pen and Paper. Was ist Pen and Paper? Pen and Paper ist im Endeffekt wie ein ganz normales Videospiel, allerdings ohne das Video. Denn wir sitzen hier analog. Unsere 4 Spieler haben jeweils einen Charakter sich vorher ausgedacht, den sie vor sich im Rahmen eines Charakterbogens ausgedacht haben, der verschiedene Werte hat. Und ich bin der Spielleiter, ich bin quasi derjenige, der euch da draußen, aber auch den Spielern hier, beschreibt, was sie sehen. Ich bin quasi derjenige, der sagt, was die Spielercharaktere sehen, was die Spielercharaktere riechen, was sie fühlen. Und ich bin auch derjenige, der alle Nicht-Spielercharaktere spricht und einfach die ganze Story sozusagen voranbringt. Ich bin aber auch euer Gegner, denn ich spiele auch alle Gegner von euch. Ich werde euch also vielleicht auch beschießen während des Abends. Nehmt das bitte nicht persönlich. Danke. Und wir spielen ein System, was wir mehr oder weniger selbst ausgedacht haben. Es basiert allerdings auf dem Regelwerk Savage Worlds, falls sich das irgendjemand später merken möchte. Ah, das. Und das Regelwerk ist super einfach, keine Sorge. Jeder unserer Spieler hat auf seinem Charakterbogen für jeden Wert, den er quasi hat, also jedes Mal, wenn er eine Fähigkeit einsetzen möchte oder wenn er etwas machen möchte, was theoretisch fehlschlagen könnte, wird ein Würfel gewürfelt. Und diese Würfel haben eine unterschiedliche Größe. Die sehen ein bisschen komisch aus. Der kleinste Würfel ist so eine kleine Pyramide. Das ist ein 4-seitiger Würfel. Keine Sorge, die sehen komisch aus, aber sie funktionieren ganz genauso wie andere Würfel. Und der größte Würfel ist ein 12-seitiger Würfel. Und immer, wenn jemand eine Probe machen muss, würfelt ihr mit diesem Würfel und ihr müsst eine 4 oder höher würfeln. Das ist das Einzige, was ihr euch merken müsst. Eine 4 oder höher, dann ist die Probe geschafft. Und es gibt noch eine weitere kleine Sonderregel. Wenn ihr auf dem Würfel die höchstmögliche Zahl würfelt, bedeutet also bei einem W4 die 4, dürft ihr nochmal würfeln und das Ganze quasi dann auf euren Wurf addieren. Das ist ein kritischer Erfolg dann. Ist also ganz besonders gut. So einfach ist es.
Ansonsten könnt ihr da draußen auch heute wieder interaktiv mitwachen an diesem Format, denn wir erzählen diese ganze Geschichte hier nicht nur in diesem Raum, sondern auch mit euch da draußen. Es wird während des Ganzen ein paar Votings geben, die wir über den Chat steuern könnt. Da werdet ihr so ein paar Entscheidungen treffen können, wie die nächste Szene weitergeht, was für Gegner wir den Spielern hier zum Beispiel entgegenschmeißen oder was sich generell hier, was generell passieren wird in der Story. Das könnt ihr dann später machen, das werden wir einblenden. Ich werde es auch dann nochmal sagen. Einfach in den Chat eingeben, Ausrufezeichen PNP und dann den entsprechenden Befehl. Aber das werdet ihr alles sehen. Und auch wenn ihr bei den Kollegen Trimax oder auf anderen Kanälen seid, auch da könnt ihr das machen. Da haben wir für gesorgt. Schön. Hat noch jemand Fragen zum Regelwerk von euch, liebe Spieler? Oder gibt es keine offenen Fragen mehr? Alles cool? Ich habe eine Frage. Fühlt euch frisch? Ja. Mir sagt der Begriff Natural 20 etwas. Ja. Den gibt's hier nicht. Den gibt's hier nicht. Nein. Wir haben ja keinen 20-seitigen Würfel. Das bedeutet, du kannst auch keine 20 würfeln. Ah. Aber bei einer 1 passiert dann trotzdem was richtig Furchtbares? Das werden wir sehen. Die 1 ist sozusagen das schlechtmöglichste Ergebnis. Ja, genau. Würde sagen, ja, machen wir einfach. Okay, weil ne? Bei D&D war es halt so, ne, wenn ich genau, erschlagen werde, ich werfe eine 1, dann haue ich mir in den Rücken oder so. Können wir machen. Dann wird es für euch vielleicht ein bisschen schwerer, aber auch ein bisschen lustiger. Das ja, eben. Danke, Max. Danke schön. Bitte. Ja. So, sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir machen einmal ganz kurz eine Charaktervorstellung von jedem. Und ich würde sagen, wir fangen doch euch mal gleich an mit Henno. Wen spielst du heute? Ja, hallo, ich bin der Rüdiger und ich bin auf der Erde ehemals Möbelpacker gewesen, habe ich richtige Möbel angepackt von unten nach oben, habe ein, zwei Dellen in der Fresse und ich war außerdem Kreismeister beim SV Schladen, das ist so Harz-Goslar-Kreis, außerdem Vizemeister, also im Ring und ansonsten, ich trinke auch gerne mal einen mit den Jungs und ich habe Bock und freue mich. Sehr schön. Nils, wen spielst du heute Abend? Ja, hallo, ich bin Wilbald Zundern und ich bin Lehrer, Erdkunde und Sport, außerdem stellvertretender Aushilfsseelsorger in der Gemeinschaftsschule in Briedlingen, außerdem leidenschaftlicher Handwerker. So viel auf einmal? Ja, um nur einiges zu nennen. Ein Mann vieler Talente also. Wie ist es bei dir aus, Rebi? Wer bist du, was kannst du? Mein Name ist Craig, ich... Ich bin auf einem Rachefeldzug. Ich möchte wissen, wer meine Tochter umgebracht hat. Und ich habe die Erde damals verlassen, weil die Menschheit mir scheißegal ist. Und ich weiß, dass irgendwo dieser Wichser sitzt, der meine Tochter umgebracht hat. Außerdem bin ich Trickser und kann viele coole Sachen machen. Ich kann im Nahkampf Leute auseinanderschneiden mit meinem Schwert. Und ich habe ein Drogenproblem. Das ist traurig. Milchbaum, kannst du dir vielleicht helfen? Wen spielst du heute Abend? Hi, ich bin Emilia Schuh. Und ich wohne mit meinem Vater zusammen. Ich bekomme alles, was ich möchte. Und am liebsten beschäftige ich mich mit Wunden, Verletzungen, alles, was jemand anderem wehtut, aber nicht mir. Und ich bekomme alles, was ich will. Meine Seele tut mir weh. Schau mal, ob du heute von uns allen bekommst, was du möchtest. Moin, Emily. Ja, ganz kurz vielleicht zum Outriders-Universum. Das Outriders-Universum ist sozusagen ein postapokalyptisches Sci-Fi-Universum. Das heißt, wir befinden uns nicht auf der Erde. Aber ich würde sagen, wir steigen da jetzt einfach mal direkt ein. Ich werde jetzt einen kleinen Einleitungstext für euch vorlesen, damit ihr richtig in die Stimmung reinkommt. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit Pen and Paper. Können wir das Licht da so ein bisschen runterfahren? Das kommt noch. Wir sind nicht bei der Bühne. Also, wir schreiben das Jahr 2076. Während die völlig überbevölkerte Erde im Chaos versinkt, brechen mehrere Kolonieschiffe in den Weltraum auf, in der Hoffnung, irgendwo eine neue Heimat aufzubauen. Jahre später erwacht die Mannschaft des Kolonieschiffes Floris, zu denen auch unsere Helden gehören, im Orbit des Planeten Enoch aus dem Kryoschlaf. Wie lange ihre Reise dauerte, ist unbekannt, aber alles deutet darauf hin, dass dies der perfekte Ort für ein neues Zuhause sein könnte. Jahre später erwacht gemeinsam und so landeten die Kolonisten mit ihren Landungskapseln auf dem Planeten, um ihn zu ergründen und eine neue Heimat aufzubauen. Ihr seid vier dieser Pioniere. Gemeinsam mit den anderen Kolonisten gründet ihr die First City. Einer der riesigen Antriebe der Floris wurde hier herabgelassen, um fortan als Kraftwerk für die Stadt zu dienen und von hier aus starten Kundschafter in die Wildnis, um alles zu kartografieren. Ihr jedoch nicht, denn euer Platz ist hier in der First City. Ihr seid Teil der Sicherheits- und Wartungsmannschaft und eure Geschichte beginnt, wie es sich gehört, in der Mittagspause. Ihr sitzt in einem Standard-Wohncontainer, der hier angekommen ist auf dem Planeten Enoch. So sieht er nicht ganz aus, aber ihr könnt euch den Planeten Enoch vorstellen als die perfekte Erde, ein Paradies, wilde Wasserfälle in der Ferne, alles ist grün. Es ist wie, als
würde die Erde niemals von schlimmen Naturkatastrophen heimgesucht worden sein. Es ist für euch das Paradies. Und hier habt ihr die First City gegründet, eine Stadt, die größtenteils besteht ja aus Standard-Wohncontainern, so graue Wohncontainer mit ein bisschen Deko, aber nichts, was jetzt jemand heimlich fühlen lässt. Aber ihr seid gerade in der Kneipe Das Pulverfass. Das Pulverfass ist eine Kneipe, die von dem Wirt Pavel zurechtgemacht worden ist. Hier stehen überall Tische herum, die auf roten Fässern stehen, wo drauf steht brennbar. Das scheint aber niemanden so richtig Sorgen zu machen. Und ansonsten ja, seht ihr hinter dem kleinen Tresen einen Ofen, der gerade brennt, wo frisches Essen gerade zubereitet wird. Pierogi anscheinend. Ein altes Rezept, was Pavel aus seiner Heimat mitgebracht hat. Und der Schankraum ist mit allerhand Andenken von der Erde gefüllt. Ihr seht überall Bilder von Pavel, wie er vor einem Steinbruch steht, wo gerade eine Explosion stattfindet. Ihr seht Pavel mit einem brennenden Stück Dynamit in der Hand auf einem Bild. Ist ein sympathischer Typ. Und ja, ihr habt gerade Mittagspause, ihr seid gerade mitten in eurer Schicht. Denn ja, ihr seid so ein Sicherheitsteam, ihr geht halt mal rum in der First City, müsst immer schauen, dass ihr so Streit löst, wenn irgendjemand dumm kommt oder irgendjemand sich in Streit verwickelt, müsst aufpassen, dass niemand irgendwas klaut. Das ist so eure Aufgabe, wie ihr da hingekommen seid. Meistens eher so aus Zwang. Also ihr habt euch jetzt vielleicht in der Vergangenheit nicht ganz so gut angestellt bisher und wurdet jetzt dahin versetzt. Also ihr findet das alles nicht ganz so geil, aber müsst es halt machen. Und ja, wir beginnen das Ganze. Ihr sitzt an eurem Tisch und Pavel kommt gerade an mit dem frischen Essen, was wirklich köstlich duftet, und stellt es bei euch auf den Tisch. So, meine Freunde, einmal Pierogi. So, wer hatte das Bier bestellt? Ich hatte eins. Nein, das war so ehrlich. Ich hatte eins. Ich habe für jeden. Willst du auch Bier haben? Ja? Nein. Rüdiger, gib mir mal einen Lütten. Einen was bitte? Einen Hugo. Einen Hugo? Rüdiger, ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwas mitgenommen habe. Ich muss vergessen, Rüdiger. Gib mir einfach ein Bier. Ich muss vergessen. Komm her. Rüdiger, hast du dein Bier, ja? Reich mal rum, will ich. So, hier. Oh, bitteschön. Was geht Botte bei euch? Ich hab mir da was vergessen. Ja, dass du vergessen willst, weiß ich. Deswegen bist du ja auch immer hier. Ja, da bin ich immer. Aber bist du immer auch nicht weiter? Ich bin auch mal hier. Wirklich? Irgendwo läuft dieser Schmierfilm. Nee, überrascht mich immer wieder. Bitte einfach mal Bier. Ja, Herrgott, hier ist dein Bier, so. Bier, aber euch ist klar, das müsst ihr alles bezahlen, nicht? Und nicht wieder, dass ihr sagt, hier, das macht euer Chef. Rüdiger zahlt das heute. Rüdiger, du zahlst heute, ja? Oh, will ich. Ja, Rüdiger hat Geburtstag gehabt. Doppel. Oh, herzlichen Glückwunsch. Nachträglich. Rüdiger. Herzlichen Glückwunsch. Doppelklein, kennst du das? Nein, ich hab nichts zu trinken. Hier ist dein, warte, hier ist dein Hugo. Was? So. Wo ist mein Hugo? Gib dir einen Hugo. Widerwärtig, dass du sowas trinkst. Habt ihr gehört, was draußen vor der Stadt abgeht? Dein Gesicht ist wieder. Was? Habt ihr gehört, was draußen vor der Stadt abgeht? Nein. Ich habe gehört, nein, keine Verletzten, jedenfalls noch nicht. Aber ich glaube, das kommt bald. Keine Sorge, du sollst dich auf jeden Fall bereithalten. Da ist so ein riesiger Sturm, weißt du? Da sind so riesige Wolken, die kommen so aus dem Himmel. Und also das ist furchtbar. Oh, da kommen so Blitze raus und ich glaube, das wird. Redest du von einem Gewitter oder was? Ja, aber das ist kein normales Gewitter, wirklich. Ich glaube, das ist eher so etwas wie eine. Ja, ich weiß nicht, was hier geht. Ich kenne mich damit nicht aus. Du bist doch hier der Wissenschaftler, oder nicht? Ja, natürlich. Ja. Das ist einfach ein ganz normales Wetterphänomen hier. Das ist ein Gewitter. Ja, ich weiß nicht. Die Leute, das ist vor der Stadt Gewitter. Wohnen, die das, laufen das schon kann, in die Stadt. Das kann eine Anomalie irgendwas sein. Du hast sein. Das doch noch gar nicht gesehen. Mann, ich weiß sau viele Dinge. Ja, aber du hast sie doch noch gar nicht gesehen. Ja, aber so wie er es beschreibt, das ist doch kein Gewitter. Ja, wie jetzt eine Wolke aus der Blitze kommen, was soll denn das sonst sein? Eine Anomalie, wie ich gerade gesagt habe, Mann. Regen. Na, es ist, glaube ich, wirklich nicht einfach nur Regen. Weil siehst du, die Leute, es ist nicht einfach Leute nur Regen. Die flüchten in die Stadt. Also da kommen ganz viele Leute von draußen. Hat doch keiner mehr Angst vor Gewitter im Jahr 2076. Oh, ja, okay, aber also, haben die irgendwelche Verletzungen oder? Ja, bisher wohl nicht, aber man hat gesagt, da sind so Sachen durch die Gegend geflogen, scheiße, wie mit Wind und so. Ey, ihr kriegt wahrscheinlich heute jede Menge zu tun, das will ich euch nur sagen. Ja, scheiße, deswegen, ich hab doch Feierabend. Esst erstmal ordentlich. Ich dachte, du hast Mittagspause. Mittagspause, es ist doch Feierabend. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Aber ja, es ist ja euer was? Bier. Wir sollten Bier. Diese ganzen Wichser ihrem eigenen Schicksal überlassen. Scheiß doch auf dich. Ja, darauf trinke ich, Mann. Weiß ich aber nicht. Ich meine, wir sind ja nicht mehr so viele Menschen, ne? Was? Wir sind nur noch 500.000 Menschen. Ja, und wenn die sterben, dann sind es ein paar weniger. Ein paar weniger Probleme ist doch gut. Nein, wir müssen da hingehen. Also, ich weiß nicht. Da sind dann geh. Leute verletzt. Geh, keiner hält dich auf. Geh, wir bleiben hier. Ich sollte auf jeden Fall nicht rausgehen. Knochenbrüche. Jo. Fleischwunden. Ich würde jetzt gern einmal auf Wahrnehmung würfeln, wer das empfindlichste Stuhlbein von meinen werten Kollegen hier hat. Kannst du machen. Würfel mal auf Wahrnehmung. Welchen? Was hast du da für einen Würfel? Ich habe alle. Dann nimmst du den auf deinem Charakterbogen. 10. Dann nimmst du den W10, das ist dieser, der da? Achso. Hm? Ja? Der Wert von 1 bis 10 oder was, genau. Dann würfelst du einmal. Ja, ist richtig. Oh. Die 0 ist doch die 10, nicht die 0. Dann sagst du mir einmal, was du hast. Die 0 ist die 10. Ja. Die 0 ist die 10, genau. Abfahrt.
5. Eine 5. Das ja, angesenkteste Stuhlbein hat anscheinend Craig. Okay. Ja, verdammt. Also. Mann, Pavel, deine scheiß Möbel, Alter. Was ist das für ein Müll hier? Reparier den Müll mal. Hey, willst du lieber auf diesen Standard-Ding? Nein, ich hab mir nicht wehgetan. Jetzt was machen? Brauchst du eine Wundsalbe? Nein, ich brauch keine Wundsalbe. Damit der Scheiße. Willst du noch was machen mit dem Schulbein? Ja, ich wollte eigentlich da jetzt mal gegentreten, bevor, aber der ist von selbst schon, hat sich voll auf die Schuhe. Ja, schau dir mal an, wie das Ding hier aussieht, Mann. Ja, komm her, ich mach dir das heil. Ich nehme meine Nagelpistole und repariere in dein Schulbein. Du schießt vier Nägel direkt sehr präzise, genau dahin, wo sie hin müssen, und das Stuhlbein ist perfekt. Ja. Ah, siehst du? Sehr gut. Keine Ursache. Lass danke mal stecken. Hab ich einen gut bei dir? Natürlich. Ah. Ich habe schon gesehen, als ich mich hingesetzt habe, dass der Stuhl nicht ganz in Ordnung ist. Ja, nageln kann ich halt einfach. Was will ich, du alter Schwerfüchsen? Und mit diesem köstlichen Scherz habt ihr noch ein paar Minuten, wo ihr euch in Ruhe euer Essen einverleiben könnt. Als ihr plötzlich einen Funkspruch bekommt, einen Funkspruch von eurem Chef Tarek, den wir jetzt einmal kurz anwenden. Hallo? Ey Leute, ich störe euch nur ungern beim Mittagessen, aber wir haben irgendein Problem mit deinem Wartungstrupp am Reaktor 3. Ich bekomme da seit Stunden nur Rauschen. Schaut euch doch mal ASAP an und erstattet mir Bericht, was da los ist. Geht am besten über die Wartungsschächte rein. Es ist immer wieder Reaktor 3. Alles klar, ich gehe sofort los. Es ist immer wieder Reaktor 3. Du stehst auf und gehst straight in Richtung der Tür. Ich folge ihm. Ich folge ihm natürlich. Schau mal. Jetzt warte doch, Leute. Nein, wir müssen ihm hinterher. Wir können doch nicht ertrinken. Mann, das Fressen hier schmeckt eh nicht. Wir gehen einfach. Ja, okay, okay. Pavel guckt sich noch einmal um. Wer bezahlt jetzt? Wir schreiben das auf deinen Deckel. Keine Zeit, Mann, das ist ein Notfall. Das ist Reaktor 3, du weißt, was das heißt, Pavel. Ich schreib's auf euren Deckel, okay, okay. Möchtest du den Hugo to go haben? Mein Daddy bezahlt das. Oh, ich mag das. Das mag ich, das finde ich gut, das finde ich gut. Möchtest du den Hugo to go? Ich kann dir die Flasche mitgeben. Sag nicht das Wort Vater in meiner Gegenwart. Nimm am besten die ganze Flasche mit, ich schreib's auf die Liste, ne? Bitteschön, bitteschön, mein Liebes. Du bist der Beste. Ja, ihr geht nach draußen. Ihr geht aus der Schwingtür heraus und kommt auf einen großen Platz. Auch hier überall diese standardsterilen weißen Wohncontainer mit verschiedenen Nummern und orangenen Markierungen darauf. Also, es ist zwar eine Stadt. Auf dem steht 69. Über diesen Witz lacht ihr tatsächlich jedes Mal, wenn ihr an dem vorbeikommt. Es ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Stadt, muss man wirklich sagen, auch wenn sie aus diesen Dingen besteht. Es ist eure neue Heimat. Und im Hintergrund seht ihr ein gigantisches Triebwerk, was von dem Raumschiff stammt, mit dem ihr angekommen seid. Das wurde quasi heruntergelassen und dient jetzt als Kraftwerk. Und auch dort befindet sich Reaktor 3, also das Ziel, wo ihr hin müsst. Und ja, einige Wohncontainer sind in die Hügel gebaut worden. Ihr seht, die Sonne scheint auf euch drauf, aber ihr seht schon am Horizont dichte Wolken, die sich langsam aufbauen, die sich hoch in den Himmel türmen. Und blaue Blitze, die immer wieder nach links und rechts schlagen. Ihr seht auch, dass durch das Haupttor der Stadt immer wieder Menschen hereinkommen mit Sack und Pack. Also die haben ihre gesamten Gegenstände dabei, die sie anscheinend besitzen, ihren gesamten Besitz. Und die kommen in die Stadt hinein. Und ja, ihr habt nicht so einen richtig guten Blick auf den Horizont. Aber es gibt hier so ein paar Wohntürme sozusagen, wo ihr auch draufklettern könntet, wenn ihr wollt, wenn ihr euch einen höheren Platz zum Ausgucken haben möchtet. Ja, und um zum Wartungsschacht zu kommen, müsstet ihr einmal über diesen Platz rüber und dann geht's hinten quasi in so eine kleine Seitengasse und dann kommt ihr in Richtung des Kraftwerkes. Ihr geht einfach über den Platz, gehe ich aus? Ja. Okay, ihr schlängert so ein bisschen über den Platz und auf der Hälfte der Strecke kommt euch ein kleines Mädchen entgegen mit einem orangenen Bist du das? Das in einem orangenen Jumpsuit. Sie hat so ein kleines Körbchen dabei und hat ihre Großmutter dabei. Was? Das ist nicht meine Mutter. Und es ist nicht deine Tochter. Das ist nicht meine Spitz, wa? Und ja, sie kommt auf euch zu, guckt euch so ein bisschen interessiert an, guckt auch bei dir so ein bisschen auf deine Nagelpistole und schaut dich so ein bisschen. Das ist meine Nagelpistole, da hast du völlig recht. Was macht ihr denn hier? Habt ihr keine Angst vor dem Sturm? Wir haben gerade keine Zeit, Mäuschen. Wir müssen weiter zu Reaktor 3. Du erinnerst mich an meine Tochter. Du hast drei Zähne, Rüdiger. Du erinnerst mich so an meine Tochter. Wie heißt denn deine Tochter? Christel. Kann die zum Spielen rauskommen? Hör auf, die ist tot. Oh, das tut mir leid. Das wollte ich nicht, es tut mir wirklich leid. Halt deine Fresse, sonst hau ich deine rein. Die Großmutter steht daneben, guckt dich strafend an. Hör auf zu gucken, sonst hau ich dir auch eine rein. Hören Sie mal, junger Mann! Es kann ja wirklich nicht sein, dass Sie so mit meiner Enkelin hier sprechen. So, jetzt reicht's aber. Ich würfel auf Nahkampf. Jetzt mal dazwischen. Hey, auseinander. Ich würfel auf Nahkampf. Würfel mal. Eins. Du
versuchst irgendwie so ein bisschen dich zu konzentrieren, hast aber gerade irgendwie so ein Sonnenstrahl fällt dir ins Auge. Ah! Und die Oma haut dir einmal richtig in die Fresse. Oh! Einmal wirklich mit der ausgestreckten Faust. So das Hasser von Crank. Kriegst 3 Schadenspunkte. Ich hab dir gesagt, lass die Leute in Ruhe hier. Und die war anscheinend mal Boxmeisterin. Boah. Du hast jetzt auch, so langsam erinnerst du dich an die, die war mal Boxmeisterin tatsächlich. Und die ist fies. Die hat auch so Sandhandschuhe. Wieso schießt du nicht mit deiner Nagelpistole auf die Alte? Bad-Sand. Hey, hey, du lassen Sie mal gut sein hier. Sie können doch nicht einfach hier die friedlichen, trauernden Einwohner verprügeln. Oh. Die alte Schachtel. Oh. Aber der Mann war gemein zu meiner Enkelin. Ja, aber der ist empfindlich, der hat eine kleine. Ich hab keine kleine Tochter, die ist tot. Oh. Ja, hören Sie, deine Tochter ist tot. Dann müssen Sie trotzdem nicht so grob sein. Ja, Sie haben ihn doch gerade in die Fresse geschlagen. Wir müssen zum Reaktor, verdammt. Wir gehen jetzt weiter. Geht ihr zu eurem Reaktor, wir gehen jetzt weiter. Komm mit wieder. Aber ich möchte vorher noch dir ein bisschen Wundsalbe auf deine Wunde geben. Das kannst du machen. Dürfen wir auf Erste Hilfe, bitte. Bitte eine 1. Der 10er. Die Wunde ist an meiner Brustwarze. Das ist der, weiter, oder? Nee, der vorne. Nee, rechts daneben? Ja, genau der. Meine Fresse, muss das hergemerken. 3. Eine 3. Ja, du schmierst die Salbe so drauf, die brennt höllisch. Höllisch, gell? Also, es ist wirklich fies. Und du hast noch nicht das Gefühl, dass sie hilft. Die hilft nicht. Aber die tut weh. Was ist das für eine Scheiße? Ich sag mal ein bisschen dankbarer, ey. Bist du heute auf dem falschen Fuß aufgestanden, oder was? Ey, reiß mal zusammen. Jetzt Abfahrt, ey, Reaktor 3, Mann. Ja, du hast. Ja, ihr geht los, ihr geht über die, über den Platz herüber und kommt in Richtung von den Wartungsschächten, die zu Reaktor 3 führen. Und an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir einmal eine ganz kurze Pause. Wir blenden jetzt einmal ganz kurz das erste Voting für euch da draußen ein. Denn ihr könnt jetzt noch mitmachen, ihr könnt bestimmen, was gleich in den Wartungsschächten auf unsere Spieler wartet. Dazu wird jetzt gleich einmal der entsprechende Chatcode eingeblendet, den ihr eintippen müsst in den Chat. Und dann könnt ihr mitmachen. Und wir sehen uns gleich weiter nach der Werbung. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum Pen & Paper Outriders hier an diesem wunderschönen Gamevasion Samstag. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Unsere Helden sind gerade auf dem Weg in einen Wartungsschacht, um ein seltsames Problem zu untersuchen, was ihnen gerade per Funk gemeldet worden ist, auf einem fremden Planeten. Denn wir sind im Outriders-Universum und spielen jetzt am besten einfach gleich weiter, oder? Ja. Hier ist auch Pippi. Nee, alles gut. Wieder was zu trinken. Gut, nachdem Craig gerade schon in die Fresse bekommen hat, geht ihr weiter in Richtung des Wartungsschachts. Die Wartungsschächte sind tatsächlich einfach wirklich Gänge. Die sind erstmal komplett aus Metall. Da kann man auch noch ganz normal drin gehen, das ist kein Problem. Die werden aber mit der Zeit immer enger, je tiefer ihr in diese riesige, in dieses riesige Triebwerk hereinkommt, was als Kraftwerk dient. Und es ist auch gar nicht so ungefährlich da drin. Deswegen werdet ihr auch geschickt, weil ihr seid Profis. Und entbehrlich, um das Ganze zu untersuchen. Denn es kann auch mal sein, dass hier und da mal Sachen von der Decke runterfallen oder dass ein bisschen Strahlung irgendwie euch da trifft. Aber es ist, ihr müsst euch darüber keine Sorgen machen. Und ihr geht so ein bisschen durch diese Wartungsschächte. Alles ist aus Metall. Ihr riecht so ein bisschen Ozon in der Luft. Es riecht auch so leicht verbrannt in der Luft. Von den Wänden hallt das Geräusch von vibrierenden Motoren und von großen Maschinen wieder. Es ist eigentlich sehr, sehr unangenehm. Und ihr kommt um eine Ecke in einen ungefähr 1,90 hohen Gang. Die Luft scheint hier so ein bisschen feucht zu sein, riecht abgestanden. Die Beleuchtung wird auch immer düsterer. Also irgendwann habt ihr nur so eine rote Beleuchtung. Du sprühst tatsächlich ein bisschen Deo. Es wird direkt von so einem Ventilator an der Seite so ausgesaugt. Auf einmal stinkt es ja echt widerlich. Wer war das? Es hat nicht so richtig viel gebracht tatsächlich. Boah, und ihr kommt um meine Ecke und seht dort vor euch auf dem Boden, das ist genau der Ort, wo ihr hin solltet, oh mein Gott. Zwei Leichen liegen. Was ist der? Zwei tote Was ist das Arbeiter. Denn? Nicht schon wieder. Ich mach direkt Wahrnehmung. Du möchtest es untersuchen, ja? Ja. Dann würfel doch mal bitte Wahrnehmung. 10er, ne? Mhm. Ja, du gehst, es ist sehr dunkel hier. Es ist wirklich dunkel. Und du gehst so ein bisschen zu den hin, zu den beiden Leichen. Und du kannst feststellen, die sind tot. Die sind auf jeden Fall tot. Ich würde, gerne untersuchen, wie sie gestorben sind. Dann würfel mal bitte Erste Hilfe. Ja. Auf 10. Dann ja. 7. 7 ist sehr gut. Damit ist deine Probe erfolgreich. Emilia, du gehst zu den beiden Toten, die auf dem Boden liegen. An der Wand siehst du viele Blutspritzer, die komplett über die gesamte Wand
gespritzt worden sind. Ich sag dir, die sind wirklich tot, Emma. Und die sind tatsächlich tot, da kannst du von ausgehen. Und die haben beide riesige Klauen- und Bissspuren in ihrem gesamten Körper. Das Überdosis war, das, von... Nein, das war kein Mensch, guck das mal. Das war die Oma, natürlich. Das war auf jeden Fall irgendein so eine Faust. Ding, irgendein Vieh, irgendein Tier. Ich glaube, die sind gestorben, nicht wahr? Was siehst du? Außerdem seht ihr ganz kurz, ihr seht an der Seite noch ein offenes Wandpanel, wo so Kabel raushängen, wo anscheinend die Arbeiter gerade daran gearbeitet haben. Wie lange sind die schon tot? Auf jeden Fall, das muss etwas gewesen sein mit ganz, ganz langen Krallen oder Klingen. Ich würde gerne einmal diese Kabel aus der Wand ein bisschen näher begutachten, wenn du verstehst, was ich meine, Steffen. Hast du Wissen oder Technik? Nee, aber Wahrnehmung so ein bisschen. Naja, das wird nicht reichen. Hat jemand, mal kurz an den Kabel, ich trete an den Kabelschacht mal ran und... Ja? Schau mal, ob ich da irgendwas sehen kann. Hast du Wissen oder Technik? Ich gehe auf Wissen. Du auch, Nils, oder? Ich habe auch Wissen. Dann würfel doch mal bitte. Was, in welchem... Der Würfel wird dir angezeigt. Was hast du bei Wissen? Was? 3? Dann also, nee, 8. Stimmt, W8. Genau, das ist der W8. Das ist so das Ding hier. Entschuldigen Sie bitte, der hier? Aus. Der, ne? Ja. Nee, das ist der W10. Ein bisschen kleiner. Sieht aus wie zwei Pyramiden aufeinander. Hier. Ja, genau. Ja. Ich würde gerne am Blut einmal lecken. Ja, das machen wir gleich. Sauber. Was hast du gewürfelt? Nein. Okay. Was hast du gewürfelt, Rebi? 6. Okay. Mhm. Hoppala. Das sieht Bilbald aus. Ja. Du gehst so an die Kabelschächte ran und denkst dir so, das ist harmlos. Das ist alles in Ordnung. Leute. Das ist alles in Ordnung. Ich kenne mich ganz gut aus mit allem. Bilbald, nimm die Hand da weg. Nee, das ist ja. Bilbald, das ist nix. War nimm das, die Hand da weg. Was? Da ist auf jeden Fall Starkstrom drauf. Bilbald, ich würde das nicht anfassen. Wieso? Mann, da ist Starkstrom drauf. Oh, was? Das nicht? Oh. Ich würde jetzt mal am Blut lecken. Warte. Ich. Das ist eine Platine oder sowas, irgendeine zentrale Steuereinheit für den Motor. Ja. Für den Generator. Ist auf jeden Fall ein wichtiges Bauteil, ja. Das hört ihr das, wie das ruckelt und so? Das sind die Arbeiter, die hier hingerufen worden sind, um das Ding zu reparieren. Das wollte ich auch gerade sagen. Nein, du wolltest das Ding anfassen, du Idiot. Ja, nein, aber danach wollte ich das wirklich dann sagen. Plötzlich hört ihr aus einer Ecke von Weitem ein Grollen, was durch die Gänge hallt. Oh. Ein... Oh, das ist auf jeden Fall ein Held. Das ist nicht meine Tochter. Und plötzlich kommen um die Ecke zwei hundeartige Wesen. Die kennt ihr, die sind normalerweise, sind eigentlich ganz harmlos. Die sind so leicht gräulich, sind so ein bisschen groß wie ein großer Hund. Und die sehen aber aus, als hätten sie extreme Schmerzen. Also die stolpern nur so von links nach rechts und scheinen sehr, sehr verwirrt zu sein, brüllen immer wieder mit einem seltsamen Schrei. Die sind ja ganz schön verklüngelt. Und kommen so auf euch zu und die haben Blut in ihrem Gesicht und Blut an ihren Krallen. Das waren die beiden mit den Arbeitern. Die und Simon, geht's euch gut? Einer sollte mal... Ich möchte... Schießen die oder was? Aus, voll! Emilia, was möchtest du machen? Ich möchte zu den Hunden gehen und sie streicheln. Nein! Du möchtest sie versuchen zu beruhigen? Ja. Müssen wir bitte auf Reden. 6. 2. Du gehst auf die Hunde zu, so ein bisschen Jurassic Park-Style. Ich will saven und dazwischen gehen. Okay, du versuchst so ein bisschen zu saven, alles gut. Du gehst so ein bisschen ran und du merkst schon, die sind ziemlich aggressiv und der schnappt nach dir und du kannst die gerade noch so ein bisschen Stück zurückziehen, sodass sie ja nicht in den Arm gebissen wird. Rüdiger! Du hast mich gerettet! Hey, warte mal. Ich hab gesagt, voll. Ich zieh meine scheiß Schrotflinte und würfel auf Nahkampf. Okay, du willst also in den Nahkampf gehen. 0! Das ist eine 10, das ist ein kritischer Erfolg. Das ist eine 10! Würfel nochmal. Greg! Eine 6, also eine 16 quasi. 16. Du sprintest an deinem Kameraden vorbei. Für meine Tochter! Und schlägst mit deiner Schrotflinte einmal in das erste Biest rein. Du darfst einmal Schaden würfeln. Und zwar sind das, lass mich mal kurz gucken, deine Schrotflinte macht 1W6 plus 4. Also wirfst du 1W6. Die Ohren zu. Das hier? Nee, das ist einfach der ganz normale Würfel sozusagen. Der hier? Genau. Und 4. Aber er schießt doch gar nicht. Packst du da drauf? Er schlägt doch nur. Eine 1 plus 4, also 5 Schaden machst du. Du haust dem Ding einmal voll in die Fresse und es bleibt tatsächlich blutend am Boden liegen. Aber das andere Biest versucht dich jetzt zu packen. Oh mein Gott! Wilbald! Ja, ich nehme meine beiden Nagelpistolen. Hilfe! Ziel auf das andere Vieh und schieß das ab. Dann machen wir Fernkampf bitte. Wenn du jetzt reinscheißt. Ich hab ja sogar 12. Ist hier jemand, der reinscheißt? Ist es der? Au, Wilbald, beeil dich, das beißt! Es ist in meinem Arm, Wilbald! Ist das spannend. Alter, das ist doch zur Mäuse! Fucking 2! Das ist doch wieder die gezinkten Dinger hier. Du ziehst deine beiden Nagelpistolen
und die Nägel schlagen hinten in eine Wand ein. Das Hundewesen. Ich gehe wieder in den Nahkampf. Ich ganz muss kurz, mein vorher ist noch. Ich wollte immer noch am Blut lecken, aber. Aber mit kannst du noch machen, wenn du möchtest. Ja, Zwischengang, jetzt würde ich mein Seil rausholen. Okay. Und ich würde das um Craig schmeißen mit dem Lasso. Also ich würde erstmal ein Lasso falten. Okay. Und dann möchtest du Craig so ein bisschen wegziehen? Ja, das ist mir hier alles ein bisschen zu hektisch gerade. Ich will die Situation mal ein bisschen hier runterfühlen. So ein Lasso machen ist so ein bisschen so ein Überlebensskill, würde ich sagen. Wirf mal auf Überleben. Da habe ich 12. Hab ich mir wohl überlegt. Ist das 12er, ja, ne? Ja. So, würfel mal, Leute. Mit Schmackes. Die Nummer 9. Du schaffst es ohne Probleme, ein Lasso draus zu machen. Du schwingst das Lasso und Craig, du merkst plötzlich, wie über deinen Oberkörper sich so ein Seil so festzerrt und dich so ein bisschen nach hinten zieht. Craig, komm mal bei mich rein. Du kleiner Vollidiot. Du bist doch vorne, an dem Hund dran. Du bist jetzt ein Stück zurückgegangen, aber das Ding kommt auf dich zu. Ich, vor lauter Panik, schmeiße ich einer meiner, nutze ich meine Säureschleuder. Mhm. Machen wir bitte einen Fernkampfangriff, bitte. Also würfen wir auf Fernkampf. 8. Wille, geht's dir gut? 8. Du triffst das Ding voll in der Fresse. Und auch du darfst mal bitte einen W8 würfeln. Wille, normal. Das ist das Ding, was aussieht wie 2 Prozent. Ich weiß nicht, irgendwie sind die genau nicht justiert. Hast du damit wieder rumgespielt? Eins. Ich hab die Frischkeit. Du hast 5 Schaden. Die Bombe platzt im Gesicht von diesem Wesen, was plötzlich wütend aufschreit und du siehst, wie sich die Säure so ein bisschen in das Gesicht des Wesens fräst. Das ist krank. Wieso tust du das? Du bleibst leblos auf dem Boden liegen. Riecht schon wieder ein bisschen streng. Und ihr guckt euch jetzt so ein bisschen um. Irgendwie habt ihr das Gefühl, okay, habt das jetzt hier geschafft. Ihr habt jetzt die einigermaßen auseinandergenommen. Als sich plötzlich wieder euer Funkgerät meldet und euer Chef Tarek sich einmal bei euch meldet. Fuck! Okay, scheißegal, was ihr da unten gefunden habt. Ihr müsst jetzt langsam da raus. Der Sturm nimmt da Fahrt auf und wir müssen die Tore sichern. Ey, Tarek, das war schwer zu verstehen. Was hat er gesagt? Wir sollen weiter rein. Ist der wahnsinnig? Hier liegen 2 Leichen und da haben gerade die beiden friedlichen Schoßhunde uns angegriffen und jetzt sollen wir da weiter rein? Ja, und plötzlich merkt ihr, wie das Licht ausgeht. Es wird noch dunkler als vorher. Und ihr hört plötzlich seltsames Rattern aus dem Inneren des Kraftwerks. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ihr dürft mal auf Technik würfeln, wenn ihr wollt. Ah, hab ich. Wenn jemand 10. viel Technik hat, darf man auf Technik würfeln. Ich habe 1. Das reicht nicht. Gut. Ist das der 10er? Ja, dann würfeln wir einen 10er, 1. Ja, das klingt, das ist ein normales Geräusch. Das ist gar kein Grund zur Sorge. Auch diese Explosion, die ihr plötzlich hört, dieses. Hier ist ja auch alles so kaputt, da waren ja auch diese ganzen. Das ist ganz normal. Also da gibt es keine Grund zur Sorge. Lass uns einfach nach Hause gehen. Ja. Was? Das ist 2. Gang jetzt. Und plötzlich geht Notbeleuchtung in dem gesamten Gang an. Überall nur so rote, sich drehende Lichter, die plötzlich angehen. Ist schon wieder. Und ein weiterer Funkspruch von eurem Chef Tarek versucht euch zu erreichen, aber er ist sehr abgehackt. Achtung! Alle Sicherheitsdienst! Alarmspruch! Sie in die Bunker zu gehen! Alle Truppen sofort in den Bunker! Das ist keine Übung! Und plötzlich vibriert der gesamte Gang, eine Explosion erschüttert alles. Am besten nicht an den Tischen rütteln, sonst fallen die Flaschen um. Und ihr merkt plötzlich, wie dieser gesamte Gang vibriert. Und ihr merkt auch, dass sich Teile der Decke lösen, hinter euch und vor euch. Und ihr seid ein bisschen überfordert von der ganzen Situation, weil plötzlich irgendetwas, was hier ganz großartig schief geht. Ich würde einmal sicherheitshalber auf Wahrnehmung würfeln. Würfen wir auf Wahrnehmung. Die Nummer 6. Du hast das Gefühl, dass anscheinend gerade eine der Kühlreaktoren ausgefallen ist, was keine gute Angelegenheit ist. Und ihr solltet euch schleunigst, wie Tarek schon gesagt hat, in den Bunker. In den Richtung Bunker. Wir müssen in den Bunker. Freunde, der Kühlergrill ist komplett im Arsch, glaube ich. Deswegen wackelt hier die Bude wie sonst was. Wir müssen ganz schnell raus hier. Also ich gehe jetzt in den Bunker. Dafür werde ich eindeutig nicht gut genug bezahlt. Willi, du kommst sofort mit. Ich will ihn packen. Ja, du packst Willard. Was macht ihr beide? Wir laufen hinterher. Bleibt ja keine andere Wahl. Dann komme ich wohl mit. Ihr lauft nicht in die Richtung, aus der ihr gekommen seid, denn da merkt ihr jetzt gerade plötzlich, dass sich große Wandpaneele von der Decke lösen, auf den Boden krachen und der gesamte Ausgang versperrt worden ist. Und ihr müsst euch tatsächlich tiefer durch die Wartungsschächte anscheinend kämpfen. Warum haben wir denn überhaupt auch Rüdiger gehört? Scheiße, ja. Ja, scheiße, Rüdiger. Rüdiger, du hast nur deine Schuld eingebrockt.
Ich möchte ihn gerne. Wir hätten bei Pavel bleiben sollen. Du kriegst plötzlich einen Stein gegen den Kopf von Emilia. Hier regnet's. Was soll die Scheiße? Und ihr dürft bitte alle mal würfeln. Ihr dürft bitte alle mal auf Überleben würfeln. Ich hab nicht gedacht, dass dieser Skill so wichtig sein würde. Keine Sorge, es wird noch anders. Überleben bitte. Ich hab nur eins. Eine Eins? Achso, du hast nur einen würfeln. Alles gut. Zwei. Der Wert, der oben ist, ne? Dann darfst du nochmal würfeln. Ja. Drei. Eins. Okay, du hast eine 5 also. Elf. Sehr gut. Rechnest du mal. Stirbst gleich. Du kannst jetzt entscheiden, eine andere Person noch zu retten, sozusagen. Denn plötzlich löst sich von der Decke direkt über euch ein großer Kabelschacht, der auf euch runterkracht. Du kannst gerade noch so reagieren und zur Seite springen. Du ebenfalls. Du schaffst es, dich nach vorne zu retten. Wen möchtest du mit greifen? Willi, komm mal schnell bei mich bei. Okay, du greifst dir Willbald. Und du merkst plötzlich, wie über dir irgendwas auf dich herabfällt und du eingequetscht wirst zwischen großen Kabeln. Und ihr seht, dass der Gang hinter euch komplett verschüttet ist und Emilia liegt so halb unter ein paar Kabeln. Und Emilia, du bekommst 3 Schadenspunkte. Ach Mann, um ehrlich zu sein. Ich nutze meinen Kletterhaken und mein Seil und zieh Emilia da raus. Okay. Du versuchst, bindest sie ein bisschen daran. Was wolltest du sagen, Willbald? Ich weiß, bist du dir sicher, dass sich die Mühe noch lohnt? Na klar, Mann, die ist gesund. Emilia, geht's dir gut? Nimmt mein Erste Hilfe. Nein, wir ziehen nicht da raus. Eine Speziallösung. Ich will jetzt gerne meine Bierbon aus meinem Rucksack holen. Okay. Und dann? Und dann hole ich meinen 5 Liter Fass Havelbräu aus dem Rucksack. Und dann? Und dann würde ich das Ganze präparieren, um Emilia wieder ein bisschen auf die Beine zu bekommen. Okay, erstmal möchtest du sie aber rausziehen. Ja, ich zieh sie raus, Würfel bitte auf Stärke. Okay. Das ist der hier, ne? Nee, der. 5. Sehr gut. Du schaffst es, Emilia herauszuziehen. Während gerade auf der anderen Seite die Bierbon vorbereitet wird. Das ist, du hast das Gefühl, ist das vielleicht kein guter Zeitpunkt dafür? Also doch, der Wurzelset. Ist vielleicht besser an dieser Stelle. Okay, dann jetzt, weil es schnell gehen muss, der Wurzelset. Nimm meine Wunsch, würde ich jetzt einmal entkorken. Mach sie an meinen Fuß. Du entkorkst den Wurzelsepp, dein Schnaps ist das? Was ist das? Neben mir, ja. Und versuchst die Nerven ein bisschen zu beruhigen. Das ist Ingwer-Schnaps. Schmeckt einmal frei. Und ihr lauft weiter den Gang entlang. Müsst euch zwischenzeitlich tatsächlich auf den Boden legen, müsst euch durchrobben durch den Lüftungsschacht. Es fühlt sich alles sehr, sehr unangenehm an. Immer wieder kommt es anscheinend zu größeren Explosionen in der Gegend. Und immer wieder rüttelt der gesamte Gang vor kleineren Erdbeben und vor größeren Explosionen, die euch in der Nähe stattfinden. Also irgendwas scheint hier richtig schief zu laufen. Hier läuft irgendwas richtig schief. Was? Ach was? Ja. Ach, das habe ich doch gar nicht bemerkt. Hier läuft irgendwas richtig schief. Wir müssen alles zusammen, wir müssen hier raus. Willst du nicht nochmal drüber nachdenken, ob die Analyse korrekt ist? Hier läuft irgendwas richtig schief. Ach ja, jetzt wo du sagst. Und ihr kommt an einem kleinen Wartungsraum an, der tatsächlich euch ein bisschen die Möglichkeit gibt, so ein bisschen zu verschnaufen. Es ist im Endeffekt ein Raum, ja, vielleicht 2x2 Meter. Also ihr passt da einigermaßen alle rein. Aber es ist jetzt kein Raum, wo man sich jetzt lange aufhalten möchte. Ich zieh meinen Tabak und meine Longpipes und baue mir eine Zigarette. Du baust dir eine Zigarette? Wilbert, gib mir Feuer. Nicht mehr rauchen, Greg. Kann ich doch noch gar nicht. Warte mal, ich guck mal in meiner Tasche. Hast du ein Feuerzeug? Ich seh hier überall so ein paar Schränke, da stehen so Reinigungsmittel, die leicht brennbar zu sein scheinen. Ich mach die wieder aus. Ich mach die Kette ganz schnell wieder aus. Was ist denn das hier? Ich benutze wieder mein Deo und dadurch... Oh, bist du verrückt? Jetzt stinkt hier alles nach deinem scheiß Deo. Jetzt bin ich schon wieder so streng hier. Oh Gott, sie weggespritzt ein! In dem Raum seht ihr ein großes Fenster, das nach draußen führt. Und ihr könnt nach draußen gucken und seht dort, dass der Sturm direkt über der Stadt tobt. Ihr seht Blitze, die vom Himmel herunterknallen, die in einzelne Wohncontainer einschlagen. Ihr seht, dass einzelne Gebäude tatsächlich anfangen zu brennen. Nein, nicht die 69! Tatsächlich, die 69 brennt. Und auch Pavels Wirtshaus brennt, was euch persönlich ein bisschen erleichtert. Nein! Denn ihr denkt jetzt, wahrscheinlich sind auch eure Schulden sind weg. Das ist kein Problem. Ja, und ihr seht tatsächlich, wie das Feuer sich ein bisschen ausbreitet. Ihr seht Leute wild panisch herumlaufen in Richtung von euch. Und ihr seht vor allem plötzlich, wie Dinge anfangen zu fliegen. Aber nicht so, als würden sie von Wind erfasst werden, sondern als hätte jemand die Gravitation ausgestellt oder umgedreht. Und plötzlich seht ihr auch einzelne Personen, die quasi so hochfliegen. Oh, scheiße, Leute. Und sich so ein bisschen Schwimmbewegungen machen. Das geschieht direkt, du dumme Oma. Die Großmutter. Da ist die Großmutter. Oh ja, da ist die Alte. Also ich würde mir jetzt mal erstmal sicherheitshalber selber einen Schluck Wurzelsepp genehmigen, ob hier noch alles klar läuft. Du nimmst dir einen Schluck, du kommst gerade gar nicht drauf klar, was gerade passiert. Würfel mal bitte auf Konstitution. Ach so.
Das ist die Nummer 10. Oh. Eine glatte 6. Sehr gut. Ja, da kommst du mit klar. Der Wurzelsepp bringt dich ein bisschen runter. Aber das, was ihr da draußen gerade seht, ist auf jeden Fall kein normaler Sturm. Das ist völlig unnormal, was da gerade passiert. Das ist nicht normal. Ach was? Ja. Ohne dich hätte ich da das gar nicht bemerkt. Wir müssen hier auf jeden Fall raus. Lasst uns in den Bunker rein. Wir sollen in den Bunker, hat der Chef gesagt. Ich würde jetzt einmal auf Wahrnehmung nochmal würfeln, zur Sicherheit. Was möchtest du denn machen mit Wahrnehmung? Ja, was hier so... Ich möchte gerne erkennen, warum genau hier alles rumfliegt. Okay, würfel mal auf Wahrnehmung. Das ist die Nummer 6 mal wieder. Also, du guckst nach draußen und du hast das Gefühl, in diesem Sturm befinden sich mehrere Energiekugeln, die hin und her wabern. Und ja, anscheinend ist das kein normaler Sturm, was da gerade draußen passiert. Und vielleicht ist das gerade das, was zu diesem ganzen Chaos... Ich würfel auf Wissen, weil ich herausfinden will, was das ist. Würfel Wissen. Ja, aber das musst du Willen machen. Es ist die 9, nein, die 6. Du hast von Dingen gehört, die draußen in der Wildnis gefunden worden sind, von Anomalien, von seltsamen Phänomenen, die dort passieren. Ich hab's euch gesagt, das sind Anomalien, glaube ich. Guck mal, das ist genau das, was ich eben gesagt habe, Wilde. Das ist kein normales Gewitter, das ist kein normal. Diese Energiekugel, das ist irgendeine Anomalie. Anomalie, ja. Das die Dinger müssen wir zerstören. Willi, das ist doch dein Fachgebiet. Was sollen wir tun? Würfel doch mal irgendwas. Ja, okay. Ich würfel natürlich. Bevor du jetzt guckst, was du würfeln möchtest. Überleg dir vielleicht erstmal, was du machen möchtest. Mhm. Das nur als Tipp für euch alle. Sagt mir mal erstmal, was ihr machen möchtet, und dann sage ich euch, was ihr würfeln könnt. Willi, ich sag dir mal, was da vorgeht. So wie ich das sehe, ist das gar kein normales Gewitter. Das schüttet zwar wie aus Eimern, aber hier fliegen nur alle Leute rum und ich glaube, das ist real. Ich erkenne da irgendwelche Energiebälle und ich glaube, das zieht die Leute richtig von den Socken. Was ist? Hey, Leute, ich sehe doch das Gleiche, was ihr seht. Und was soll ich jetzt machen? Leute, ich bin Lehrer. Zwar Sportlehrer. Du hast doch alles von Technik und so ein Kram. Jetzt, ja, natürlich, aber dann guck mal, das ist ein Energieball, also den kriegen wir doch irgendwie kaputt. Ja, was soll ich jetzt deiner Meinung nach machen? Schieß das Ding mal ab. Okay, ich schieß jetzt einfach mit meiner Nagelpistole in das Energiefeld rein. Vor dir ist ein Fenster. Willst du auf das Fenster schießen? Leute, wenn ich mit der Nagelpistole auf das Energiefeld schieße, dann werde ich hier aber die Fensterscheibe zertrümmern und dann fliegen wir alle raus in den Sturm. Wollt ihr das? Das ist eine saudumme Idee. Ja, das ist eine saudumme Idee. Wieso? Es gibt tatsächlich in dem Raum auch noch eine Tür, die nach draußen, die nicht nach draußen ist, sondern einen weiteren. In diesem 2x2 Meter großen Raum ist nicht nur ein riesiges Panoramafenster, sondern auch eine Tür, durch die wir alle gehen können. Das hätte ich doch gesagt, wenn ihr mich ausreden lassen würdet. Was haltet ihr davon, wenn wir durch diese Tür gehen? Ja, ich fand das gut. Ja. Wir nehmen die Tür. Boah, sind das dicke Energiebälle. Ich würfel für auf. Die Tür geht ohne weiteres auf, kein Problem. Ihr fliegt alles rum. Hi. Ihr blickt in einen Gang. Alles ohne mal. Ihr erinnert euch, das ist der Hauptgang, der auch in Richtung Bunker führt. Ich erinnere mich, das ist der Hauptgang. Auf der rechten Seite. Richtung Bunker. Das ist richtig. Lass mich kurz ausreden. Sonst sagt ihr gleich wieder, es gibt eine Tür, die gar nicht da ist oder so. Auf der rechten Seite befindet sich ein großes Schott, was gerade sperrangelweit offen steht. Dahinter dem Schott geht's nach draußen. Das heißt, da draußen seht ihr jetzt die Leute herumfliegen, da seht ihr das Feuer. Da geht's quasi dahin, wo dieser ganze Sturm gerade wütet. Links von euch geht es in Richtung Bunker. Auch da ist eine riesige Tür, ein riesiges Schott und dieses Schott ist geschlossen. Und auf der gegenüberliegenden Seite dieses Ganges noch eine weitere Wartungstür. Was wollt ihr tun? Der Chef hat gesagt, wir sollen in den Bunker, also gehen wir in den Bunker. Scheiß auf die Leute da draußen, sie sind verloren. Scheiß auf die. Ja, natürlich scheißen wir auf die, aber ist die Bunkertür nicht zu? Ja, dann müssen wir die aufmachen. Okay, Warte mal. Ist dafür einen Code? Ich hab eine Idee. Ich hab einen Dietrich mit einem Laser dabei. Vielleicht kriegen wir den Bunker irgendwie auf das Schloss oder sowas. Das wird schwierig. Wo ist denn der Dietrich? Den hab ich gar nicht gesehen. Ich würde gerne mal diese Bunkertür genauer inspizieren. Ja, du gehst zu der Bunkertür hin. Das ist wirklich ein riesiges Schott, was tatsächlich so von oben herunterfährt. Hat kein Schlüsselloch oder so weiter. Ist wirklich riesengroß. Mit dicken Balken, dicken Eisenbalken sozusagen in der Wand verankert. Also es ist wirklich sehr, sehr stabil. Das ist auch ein Bunker, der muss auch stabil sein. Und du hast das Gefühl, irgendwas stimmt mit der Technik nicht. Du hast das Gefühl, du hörst auch dahinter Stimmen so leicht. Und eigentlich müsste diese Tür jetzt offen sein, aber sie ist geschlossen. Okay, dann würde ich das mal näher inspizieren. Also die hast du Technik oder so? Lass mich mal daran. Ich kenne mich damit aus, mit geschlossenen Türen. Als ich in die Unfallstation eingebrochen bin, musste ich das öfter mal machen. Eingebrochen? Warum bist du nicht Krankenschwester? Ich sag das zumindest. Aber nicht nachts. Was? Gott, gib mir da was von dem Wurzelsepp. Lass uns über was anderes reden. Ich guck jetzt mal, ob ich diese Tür irgendwie aufmachen. Du siehst an der Tür rechts daneben ein Bedienungsfeld, was komplett dunkel ist. Du kannst mal auf Technik würfeln. Das ist komplett dunkel. Ja,
Wie immer sagst du das Offensichtliche. Ja. 7. Hm? Die Stromversorgung wurde anscheinend unterbrochen. Das bedeutet, die Tür bleibt zu. Und das ist auch tatsächlich der Sinn dieser Tür. Anscheinend ist der komplette Reaktor ausgefallen. Also hier gibt es aktuell gar keinen Strom mehr bei euch. Ich würde mir jetzt die anderen Türen mal genauer anschauen. Die Wartungstür, ja. Also die Wartungstür ist ebenfalls geschlossen, aber die könnte man vielleicht aufbrechen oder so. Mhm. Und draußen seht ihr jetzt plötzlich, wie mehrere Leute in Richtung der Tür rennen, die in Richtung die in euren Gang sozusagen führt von draußen. Und die versuchen sich da auch mit reinzuretten. Aber ihr merkt, die werden plötzlich hochgehoben und sie fliegen durch die Gegend und sie gucken in eure Richtung und rufen nur: Helft uns, zieht uns rein! Schnell! Ein Sturm, bitte! Ich hole mein Lasso raus und versuche, ein Kind zu retten. Musst dich quasi dafür an die Tür stellen und musst es wirklich ein Stück weit raus. Machen und es soll ein lispelndes Kind sein, Steffen. Würfel mal bitte auf Geschicklichkeit. Und ich sichere Henno mit meinem Kletter. Rüdiger ab. Hier? Sehr gut. Okay, du bindest Rüdiger ein bisschen fest, um so dran zu sein. Ja, ja. Sehr gut. Du gehst ein Stück raus, Rüdiger, und merkst plötzlich, wie irgendetwas nicht stimmt. Wie du plötzlich anfängst, leicht hochzufliegen. Vor dir kommt ein Kind angeflogen, ein blonder kleiner Junge, der einfach nur ruft: Hilfe, Hilfe, bitte, helfen Sie mir! Ich verstehe den Jungen nicht, was sagt der? Greifst ihn dir und merkst aber, wie ihr beide so langsam weiter Richtung oben fliegt, Richtung Himmel. Wahrnehmung, wo ich mich festhalten kann. Dazu brauchst du keine Wahrnehmung. Du hältst dich an der Seite an einem Gang fest und versuchst dich so ein bisschen festzuklammern. Emilia, was machst du währenddessen? Ich hole einen aus meinem Zauberrucksack. Mhm. Ganz kurz zur Erklärung, wir haben jedem vorher eine Abenteuerausrüstung gegeben, die dürft ihr zweimal im Abenteuer benutzen und dürft daraus etwas herausziehen, was ihr jetzt in diesem Moment benötigt. Ich hole aus meinem Zauberrucksack noch eine Kette, okay, eine Stahlkette und mache sie noch schnell an dem Fuß von Rüdiger und das andere Ende mache ich an so einen, an der Tür ist so ein Ding, so ein Ding und dann... Also du verankerst Rüdiger so ein bisschen am Boden, versuchst ihn so ein bisschen festzuhalten, Craig das ebenfalls macht. Nagelpistole und Nagel in die Glieder der Kette, nagel ich die so fest. Mhm. Ihr schafft es gemeinsam, Rüdiger einigermaßen festzuhalten, sodass er nicht wegfliegt. Aber das Problem ist immer noch, der fliegt halt hoch. Und das ist halt so ein bisschen ärgerlich. Ihr könnt ihn jetzt zurückziehen. Komm, wir ziehen ihn zurück. Wirf mal bitte auf. Pack doch mal mit an. Leute. Hey, das geht's schon, Freunde. Okay, gemeinsam müsst ihr nicht würfeln. Wenn ihr gemeinsam an der Kette zieht, schafft ihr es, Rüdiger so nach unten zu zerren. Mit vereinten Kräften zieht ihr diesen Bär von einem Mann herunter. Und er hat das kleine Kind an der Hand. Wie heißt du? Ist mit dabei. Timmy. Ich verstehe den nicht, der lispelt. Wie heißt du? Timmy. Ich verstehe ihn nicht. Ich glaube, er hat Timmy gesagt. Zimt? Timmy! Was ist das für ein dummer Name? Warum heißt du Zimt? Na, zum Glück sind deine Eltern nicht mehr da. Freunde, ich renne jetzt voll durch die klapprige Tür, das erkenne ich doch. Du wirst reingezogen, du bist festgebunden am Boden. Ja, ich wär's trotzdem. Aber du merkst plötzlich tatsächlich, dass du wieder Gravitation hast und wieder auf dem Boden ankommst. Als ihr plötzlich ein lautes Grollen über euch hört und vor euch ein Blitz direkt im Boden einschlägt, ein grünlicher Blitz und plötzlich... Breitet sich vor euch ein grünliches Feuer aus. Oh, oh, Timmy brennt. Oh. Es ist tatsächlich draußen, aber es scheint tatsächlich so langsam sich nach drinnen zu fräsen, dieses Feuer. Also es kommt in eure Richtung. Oh, ich versuche mich durch die Wartungstür zu retten. Okay, du hängst an der Wartungstür und du willst dich ein bisschen gegenhauen, also willst du versuchen, die mit Gewalt zu öffnen? Ja. Ich schieße mit meiner Flairgun in das... Willst du bitte auf Stärke? Ich nehme meine, natürlich, die habe ich immer noch meine Nagelpistole in der Hand und ich klopp das Schlüsselloch natürlich kaputt. Ja, das geht. Kannst du versuchen, ja. Das funktioniert. Nur mit auf Technik. Nee. Doch. Ich bin auf Fernkampf. Nix da. Na gut. Das Schloss zu treffen ist einfach, aber zu wissen, wo du es triffst, ist schwer. Ja. Ist es eine 1? Es ist mal wieder eine 1. Du schießt mit der Nagelpistole gegen das metallische Schloss und macht Piu! Und der Nagel fliegt durch die Gegend. Warte. Oh. Ich sprinte nach vorne und nutze meinen Dietrich mit dem Laser vorne dran, mit dem Laserkalibriergerät. Und ich weiß, wie das geht. Ich hab Wissen. Ich weiß, wie das geht. Wirf mal auf Technik. Boah, meine Augen brennen. Ich glaube, ich krieg Ausschlag. Ja,
Hat nicht geklappt, das Ding ist kaputt. Das ist ein 1 gewürfelt, oder? Ja. Tatsächlich, du stehst vor dem vor diesem Türschloss, von dieser Wartungstür, holst dein Laser-Dietrich raus, schweißt da so ein bisschen dran rum und ihr merkt plötzlich, okay, das Schloss ist einfach nur noch ein Klumpen Eisen und ist komplett kaputt. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Ah, fuck, das tut mir wirklich leid. Ich versuch mal. Und dein Dietrich ist auch im Eimer. Mein Dietrich ist auch im Sack. Was zum Teufel, Mann? Emilia. Vielleicht löst ja die Säure die Tür auf. Das ist eine verdammt gute Idee. Ja, Mann, mach ich das. Kann mich hier mal jemand abmachen? Ja, ja. Okay, oh, ich mach ihn ab. Ja. Würfe mal bitte auf Technik, Emilia. Auf Technik? Ja. Wo sind jetzt der Zehnerwürfel denn? Nimm mir keine Sorge. Wenn wir das überstanden haben, kriegst du einen neuen Lego-Traktor. Nee? Verspreche dir das, mein Kleiner. Neun. Wenn er eine Null ist, dann ist es der Zehner. Ja. Das ist eine ganz schöne Chaotentruhe, aber ich hoffe, du kommst klar. Eine zwei. Du spritzt Säure auf das Schloss, aber das Schloss wird nur noch klumpiger und es wird nur noch schwerer, diese Tür. Okay, mir reicht's. Ich nehme jetzt meine Shotgun und knall die Tür einfach weg im Nahkampf. Wirf mal bitte auf Stärke. Okay. Also, ich baller jetzt da voll rein, okay? Was wird hier immer heißer? Oh Gott, ich. Wieso machen das eigentlich diese kleinen Körperkräfte? Acht! Eine Acht, okay. Ja! Du, schießt auf die Tür. Schießt du oder schlägst du? Ich schlage. Okay. Du schlägst auf die Tür ein, die plötzlich aus den Angeln gerissen wird. Boah, und ich bin stark. Einfliegt. Na endlich! Ich bin ein echter Mann. Ja! Ist aber schnell. Meine Fresse. Ihr lauft in den Raum rein? Ja. Ihr geht in den Raum rein, ihr seht gerade noch, wie vorne das große Schott, was nach draußen führt, langsam herunterfährt. Anscheinend haben jetzt die Sicherheitsmechanismen des Bunkers jetzt doch eingesetzt und das Schott fährt langsam runter. Ihr seht noch das Feuer draußen und ihr seht noch mehrere Zivilisten, die versuchen hereinzukommen, die aber vor diesem Feuer stehen und jetzt einfach nur noch mit ansehen müssen, wie dieses riesige Schott nach unten fährt und einfach ausgesperrt werden. Panik in den Augen dieser jungen Menschen. Oh, und ihr seht tatsächlich auch das kleine Mädchen in dem orangenen Jumpsuit, was dessen Oma dich vorhin verprügelt hat, draußen stehen. Und es guckt euch wirklich, es guckt euch mit traurigen Augen an, mit fliehendem Blick blickt es euch an. Eine Träne kullert. Deine Tochter. Nein, ich Träne kullert im Ganzen herunter. Das erinnert mich an meine Tochter. Crystal! Ihr habt sie zurückgelassen. Wir haben sie zurückgelassen. Ihr brecht durch die Wartungstür und kommt in einen großen Lagerraum, der jetzt vollgestellt ist mit Kisten, mit Fässern, mit allerhand Lebensmitteln, wie es aussieht. Oh, aber Mettwurst. Dort sind auch 4 alte Kryokapseln, in denen ihr ja angekommen seid auf dem Planeten. Oh, der Magerquark ist noch frisch. Wir hatten den da reingetan. Diese Kryokapseln haben jeweils Platz für eine Person. Sind relativ eng, sind so große Metallbehälter mit so einer Glaskuppel vorne dran. Die summen leicht, die sehen aber nicht aus, als wären die jetzt richtig angeschlossen, nur als ob die heile wären. Aber tatsächlich, ihr wisst, dass die ziemlich viel aushalten. Das heißt, vielleicht wäre es eine Möglichkeit, statt dem Bunker darin Schutz zu suchen. Emilia, was sagst du dazu? Sind die Dinger sicher? Du hast Ahnung von Technik. Ich untersuche mal die Kapseln, ob sie nicht kaputt sind. Auf Technik. Und du kümmerst dich um das Kind. Mal weg. Timmy, was ist dein Lieblings-Lifestyle-Getränk? Ich würde an deiner Stelle nicht so eine enge Bindung mit dem Kind eingehen. Okay. Komm gleich zu. Timmy, redest du auch mal mit mir? Also, hat sie ja die Sprache verschlagen. Du bist meine Mutter. Sie ist noch draußen, ich muss da raus. Wie? Sie ist noch da draußen, Ich muss da raus. Ich verstehe diesen Jungen Warum nicht. Warum hast du sie zurückgelassen? Du spuckst beim Reden. Timmy, sag mal ein bisschen dankbar. Ich gebe ihm einen kleinen Klaps auf den Hinterkopf. Du gibst ihm einen kleinen Klaps auf den Hinterkopf? Stärke, mal Stärke. Ohne 7. Das verkraftet Timmy nicht so gut. Und er wird plötzlich total still, guckt dich mit großen Augen an, setzt sich in eine Ecke, wird ganz klein, Pfeife, und wimmert nur noch vor sich hin und schüttelt sich, zittert total am ganzen Leib. Und du hast ihn auf jeden Fall sichtlich traumatisiert für sein ganzes Leben. Du nimmst den mit. Ich möchte gerne mit ihm reden. Kannst du machen. Also ich habe ja Reden auch, ne? Mhm. Möchtest du ihn beruhigen? Nee, ich möchte mit ihm reden. Okay, was möchtest du ihm sagen? Pass mal auf, mein Kleiner. Du bist hier mit Abstand der Jüngste. Du hast noch die längste Lebenserwartung und du hast einen kleinen, schmächtigen Körper, der wenig Nahrungsmittel braucht. Wir 4 werden uns gleich in diese Kryokapseln legen und du musst uns wecken, wenn die Luft wieder rein ist. Solange darfst du hier essen und trinken. Wie soll ich das denn machen? Ich weiß doch gar nicht, was das für Dinger sind. Naja, das erklärt dir hier gleich Emilia. Schau mal. Der Junge guckt dich mit großen Augen an. Ich
werd dir erstmal ein bisschen Wundsalbe an den Kopf. Nimm mal ein wenig Tabak und was von meinen Longpapes, Timmy. Hilf mir bitte auf Erste Hilfe. Timmy, du fängst gleich nur ein. Was sollen die Widerworte? Sag mal ein bisschen dankbar, du Drecksbarg. Drei. Du schmierst so die Salbe so ein bisschen auf seinen Hinterkopf und aha, das brennt ganz toll. Mach das weg. Ich hab noch was anderes. Das soll so brennen. Was seid ihr eigentlich für... Seid ihr alle wahnsinnig? Ich gebe da draußen geht die Welt unter und alles, was ihr hier denkt, sind dann Longpapers und ich soll euch weg. Ich hab keine Ahnung, was das für Sachen da sind. Zeig doch mal ein bisschen Dankbarkeit. Dankbarkeit, wofür denn? Wir haben dein Leben gerettet. Ob der Klaps hat ihm Sprachfehler gegeben. Timmy, nimm mal hier vorne meine Flairgun, setz dich hier hin und beruhig dich erstmal, okay? Wenn was reinkommt, ich gebe dir meine Flairgun, dann knallst du das einfach weg und wir gehen jetzt in die Kapseln rein. Der Junge hält die Flairgun in die Hand, geht in eine Ecke, geht Richtung Tür und hält die so in den Raum, in eure Richtung. Nein! Warum gibst du ihm eine Waffe? Mann, ey, Timmy, beruhig dich bitte. Irgendwer muss mit dem Kind reden. Ja, ich rede mit dem Kind. Was willst du ihm sagen? Muss ich auch würfeln oder? Sag erstmal, was du sagen möchtest. Ich will ihn einschüchtern. Willst du ihn einschüchtern? Wie willst du ihn einschüchtern? Arme Kind. Was sagst du zu ihm? Junge, weißt du nicht, was das für eine Pistole ist? Das ist der Zomboid 3000. Nein, das ist eine Wenn du mich damit triffst, verwandle ich mich in einen Zombie und fress dich auf, aber langsam. Erst macht sich deine Nase auf und dann deine Ohren und dann deine Zunge und dann dein eines Auge abfüllt, damit du mit dem anderen Auge auch sehen kannst, wie ich die Ritter dir fresse. Denk ans Arschloch. Würfel bitte auf Reden. Er ist dein Arschloch. Warte, Entschuldigung. Reden, da 12, das ist der hier, ne? Ja. Alter, 4. Gerade so eben. Das ist gut, das reicht. Ja, aber es ist trotzdem ein bisschen lächerlich. Der Junge zittert wirklich am ganzen Leib, er hält dir die Flairgun direkt in die Nase. Zombie 3001, gib mal besser her das Gerät. Nicht meine Nase, bitte nicht meine Nase essen. Du bist aber auch ein dummer Köter. Hier. Danke. Dafür kriegst du noch einen Klaps. Er setzt sich in die Ecke und fängt an zu weinen. Ich bin richtig enttäuscht. Ich dachte, wir wären Freunde. Ja, ihr guckt euch die Kapseln an. Emilia guckt sich die Kapseln ganz genau an. Du hast das Gefühl, die sind noch einigermaßen in einem guten Zustand, aber naja, ein bisschen Schwund ist immer. Also du weißt nicht, ob die jetzt wirklich alles abhalten, aber es könnte vielleicht funktionieren. Emilia, ist der Raum, in dem wir sind, sicher genug oder sollen wir in die Dinger reingehen? Was sind das denn für Kapseln? Kann mich mal einer aufklären? Drauf Damit sind wir hingekommen. Du warst doch selber in so einer Kapsel. Wann? Also entweder verbrennen wir hier, oder wir gehen jetzt einfach in diese Kapseln rein. Ja, aber funktionieren die denn? Kann das mal einer checken? Ich habe gestern schon so ein kleines Trauma mit so einem Anschalter gehabt. Am besten gehst du zuerst mal rein. Okay. Ja, das ist eine gute Idee. Leg dich mal rein. Du bist der Stärkste von uns. Gut, ich guck mal, ob ich mich da reinpropeln kann. Ja, du legst dich in so eine, in diese Kapsel rein, die ist sehr eng für dich. Du bist ja nur, du bist ein bisschen breiterer Typ, ne? Du bist ja Möbelpacker gewesen. Die ist relativ eng für dich, du quetschst dich da rein. Es also Kommode passt ja nicht rein. Es ist nicht ganz so angenehm und deine Ausrüstung passt da noch rein und dann liegst du da und links und rechts hast du so Bedienfelder, die alle aus sind. Ich drück mal auf so einen Knopf. Du drückst mal auf den Kopf, es macht piep. Und plötzlich hörst du zischen und wie diese Glaskuppel sich langsam über dir schließt. Rüdiger, du verdammter Idiot! Auweia! Was ist denn jetzt los? Ihr hört ihn nicht mehr, er ist komplett stumm, also ihr hört nur. Und ja, plötzlich merkst du, Rüdiger, wie Kälte in deinen Körper zieht. Du plötzlich dir wird ganz kalt, ganz kalt. Sind's ganz kalt und du schläfst, fällst bewusstlos in deinen Sitz und schläfst einen Kryoschlaf. Für euch anderen, ja, die scheinen zu funktionieren. Die scheinen ganz gut zu funktionieren sogar. Okay. Also ich gehe auf jeden Fall als Letztes. Ich will nicht, dass ich gehe als Nächster da rein, dann muss ich mich nicht um das dumme Kind kümmern. Gut, Craig, du gehst in die Nächste. Du setzt dich auch rein. Für dich ist ein bisschen mehr Platz, weil du bist nicht ganz so breit wie der andere. Aber ja, was machst du? Drin sind so ein paar Bedienfelder. Ja, ich hau mir das Ding an. Ich weiß natürlich, wie das funktioniert. Ja, dann drückst du auf... Ich drücke auf den richtigen Knopf und mir wird kalt und ich friere. Ja. Die Kapsel schließt sich langsam. Die wird kalt, die wird sehr, sehr kalt. Die Kühlflüssigkeit kommt in deine Adern und du schläfst ein. Wer möchte als Nächstes? Ja, also dann gehe ich wohl als Nächstes rein, aber ich drehe mich nochmal um zu Timmy. Timmy, hörst du mich? Ja! Das Überleben der gesamten Menschheit hängt jetzt von dir ab. Oh mein Gott! Sobald hier alles wieder in Ordnung ist, musst du uns hier rausholen.
Er scheint kurz zu überlegen. Würfel mal Menschenkenntnis, bitte. 10. Der hier, ne? Oder auch ist richtig, ja. Ist ja. Gut. Nee. Ey, das ist so lächerlich. Was hast du gewürfelt? Das ist schon wieder eine 1 gewesen. Nee, komm, du hast mir irgendwelche gezinkten Würfel gegeben. Willst du meine Würfel haben? Ja, gib mir jetzt mal deine. Das ist doch Quatsch mit Soße. Dann kannst du hier die Einsen würfeln, wenn wir gegen dich kämpfen, weil immer kritischer Misserfolg von deinen Gegnern. Pech und Glück hängen nicht am Würfel, sondern am Spieler, Nils. Aber es wird alles gleich wieder besser, keine Sorge. Du, ja, der guckt so ein bisschen und sagt dann, oh, okay. Ich werde die Menschheit beschützen und euch rechtzeitig wecken. Okay. Wenn du das machst, dann bekommst du eine Superhelden-Sammelkarte. Von welchem Superhelden? Pimlor. Den habe ich schon. Aber nicht die Sonderedition mit den roten Lackschuhen. Okay, gut. Ich passe auf, dass nichts passiert und lass weck euch auf. Keine Sorge. Okay, ich verlasse mich auf dich. Verlassen. Dann lege ich mich da jetzt rein. Du legst dich in deine Kryokapsel. Auch bei dir wird langsam alles kalt und düster und schläfst ein. Emilia, du bist das letzte noch übrig. Timmy sitzt noch in einer Ecke. Auch du darfst nochmal auf Menschenkenntnis würfeln, wenn du möchtest. Nur ein Viererwürfel. 4. Dann darfst du nochmal würfeln, das ist ein kritischer Erfolg. 2. Dann hast du eine 6 gewürfelt. Also, du bist dir nicht sicher, ob es eine richtig gute Idee ist, diesem Kind jetzt hier die gesamte Verantwortung zu überlassen. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Der scheint ziemlich labil zu sein. Was möchtest du tun? Nur? Ich werde Timmy mit mir in die Kapsel. Nee, ach Quatsch. Dann sind wir ja alle in der Kapsel. Also, du gehst davon aus, du musst wahrscheinlich in eine Kapsel früher oder später rein, weil das, was draußen vor dem Tor passiert, scheint immer lauter zu werden. Und immer öfter erschüttern Beben den gesamten Raum. Also, es scheint alles nicht sicher zu sein, was hier gerade abgeht. Ich nehme Timmys Hand. Was habt ihr vor mit mir? Komm mit mir, Timmy. Ich will nicht mitgehen. Ich muss doch aufpassen, dass ihr rechtzeitig aufwacht. Gib Timmy einen Beruhigungskuss auf die Stirn. Mhm. Er beruhigt sich, er ist ein bisschen verliebt. Du fang bitte auf Reden. 3. Er will auf gar keinen Fall mit. Er versucht, sich so von dir loszureißen. Nein, lass mich los! Ich habe eine wichtige Aufgabe bekommen und ich will diese Sammelkarte haben! Er hat diese Sammelkarte nicht. Der Junge wird ganz blass. Schießt das Kind. Würfel mal auf Lügen. Wie? Er hat keine... Aber er hat doch gesagt, er hat die Sammelkarte. Entweder du kommst mit oder du bleibst hier. Ich bleibe hier! Würfel auf Lügen. Dann gehe ich eben jetzt in die Kapsel. Ja, viel Spaß. Ich wecke euch dann auf. Hier in die Kapsel. Okay. Auch du legst dich in die Kapsel. Für dich ist es eigentlich ganz angenehm vom Platz her. Und auch du drückst auf einen Knopf. Es macht piep, 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 piep. Die Kapsel schließt sich langsam. Und das Letzte, was du noch siehst, bevor du in einen tiefen Schlaf fällst, ist das Gesicht von Timmy draußen an deiner Scheibe, der so leicht manisch grinst. Leicht böse. Und dann merkst du plötzlich, wie irgendwie, du hast so piep, 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 wie irgendwas umgestellt wird bei dir und es wird arschkalt. What? Und du fällst in einen tiefen Schlaf. Termino. An dieser Stelle können wir einmal den nächsten Vote einblenden, denn wir werden jetzt unsere tiefgefrorenen Helden einmal ganz kurz verlassen in eine ganz kurze Werbung. Und was nach dem Kryoschlaf auf unsere Helden wartet, erfahrt ihr gleich nach der Werbung. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück. Im Kryoschlaf haben wir unsere Helden zurückgelassen, denn inmitten eines seltsamen Sturmes, der die First City getroffen hat, die Stadt, in der die Helden unterwegs waren, haben sie sich gerettet in ein paar Kryokapseln, haben den armen kleinen Timmy zurückgelassen mit der eigenen Verantwortung, sie aus dem Kälteschlaf zurückzuholen, sobald es wieder sicher ist. Ich kann schon mal spoilern, es hat nicht so richtig geklappt, aber dazu kommen wir gleich. Wenn ihr übrigens mit uns kommunizieren wollt über Twitter, Hashtag OutridersPNP. Darüber könnt ihr gerne eure Meinung zum Beispiel oder ein paar schöne GIFs aus diesem Pen and Paper posten. Emilia, du hörst plötzlich in deinem Schlaf ein Piep. 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 Und langsam kommst du wieder zu Bewusstsein
Du liegst immer noch in deiner Kryokapsel. Die gesamte Frontscheibe ist mit Eiskristallen übersät. Du siehst draußen nichts. Du blickst nach unten rechts auf ein kleines, auf eine kleine Anzeige, wo steht Battery Low. Und darunter steht Schlafzeit 30 Jahre. Anscheinend seid ihr 30 Jahre lang im Kryoschlaf gewesen. Oh shit, Timmy hat uns nicht aufgeweckt. Die anderen hörst du nicht, du siehst sie auch nicht. Du bist alleine in deinem eigenen, in deiner eigenen Kryoport sozusagen. Ich muss hier raus. In dem Moment, wo du versuchst drauf zu klicken, geht der Strom aus, die Batterie ist alle. Und du sitzt anscheinend darin fest, ein Stück weit. Wirf mal bitte auf Wahrnehmung. Drei. Draußen hörst du irgendwie so diffuse Geräusche. Du kannst nicht genau sagen, was es ist, aber es hört sich an wie irgendwelche melodischen Geräusche. Keine Ahnung, was das sein soll. Du versuchst so ein bisschen nach draußen zu gucken. Du siehst, dass links und rechts von dir kannst du so ein bisschen durch die Scheibe durchgucken. Stehen weitere von diesen Kryopods. Anscheinend sind das deine Kameraden. Aber ihr seid definitiv nicht mehr in diesem Wartungsraum, wo ihr eingeschlafen seid. Wie komme ich hier jetzt raus? Habe ich nicht noch eine... Ach, ich habe noch eine Säurebombe. Kann es versuchen. Es wird aber wahrscheinlich, wenn das schief geht, könnte es ein Problem für dich werden. Weil die Säure läuft dann ja auch in die Kryoport rein und es könnte unangenehm werden. Ich nehme eine leere Spritze von meinem Erste-Hilfe-Set. Okay. Und fülle dort diese Säure rein. Okay, alles klar. Und spritze sie an die Scharniere der Tür. Okay, würfel mal bitte auf Technik. Ja, also du spritzt so ein bisschen daneben, also es scheint nicht so richtig zu funktionieren. Die scheint sehr, sehr stabil zu sein, die Tür. Dafür ist die auch gebaut, die ist quasi dafür da, dass man hier wirklich auch Atomkriege drin überleben kann. Und das wird dir jetzt leider ein bisschen zum Verhängnis gerade. Aber immerhin bist du sicher noch. So ist es nicht. Was machen denn die anderen? Rüdiger, langsam kommst du zu dir. Es ist immer noch arschkalt. Du spürst an deiner rechten Seite das wohlige Gefühl von deinem Bierfass an deiner Seite, der Wurzelseps an einer anderen Seite. Das ist alles da, was du mitgenommen hast. Deine andere Ausrüstung scheint auch da zu sein. Und du öffnest die Augen und siehst auch vor dir ein Meer aus Eiskristallen auf der Scheibe der Kryokapsel, in der du dich befindest. Und auch rechts von dir hörst du dieses Piepen. Du guckst auf ein kleines Display. Auch da steht drauf, Schlafzeit 30 Jahre und dann geht es plötzlich aus. Mit dem Hinweis Battery Low. Ach du Scheiße. Würfel mit auf Wahrnehmung. Das ist endlich, ja. Ich wusste, was du vorhast. Eine 10. Alter, nicht schlecht. Du hörst draußen Musik. Ja. Du hörst. Es sind keine Musikinstrumente, die dort spielen, sondern es klingt wie ein Chor aus mehreren Kehlen, der da draußen singt. Du hörst ein Jasna, ja, ja. Wir machen hier Ruhe. Ruhe auf, ich schlafe. Ja, es klingt wie ein Kirchenchor oder irgendwie sowas, der da draußen. Gut, ich werde jetzt mal volle Lotte brüllen. Okay, brüll mal. Was brüllst du denn? Ihr sollt den scheiß Schlafschlag da draußen holen, wieder raus, ey, 30 Jahre eingesperrt, ich spüre mein Bad nicht mehr. Das ist kein Zustand hier. Emilia, du hörst plötzlich von rechts neben dir aus einem anderen Kryoport ganz dumpf Rufe. Könnte Rüdiger sein. Rüdiger? Rüdiger! Bist du wach? Du hörst sie ganz, ganz, ganz leise. Ganz leise. Ey, Emily! Helf mir mal raus, meine Batterie! Nee, ich würde jetzt versuchen, die Scheibe einzuschlagen. Sehr gut, dann würden wir bitte auf Stärke. Der 8. Eine 3. Eine 3. Du stemmst dich gegen die Scheibe, aber du schaffst es nicht. Du bist immer noch, es ist immer noch zu kalt in deinen Gliedern. Es ist immer noch, es fühlt sich so an, als wären deine Glieder super schwer und du schaffst es nicht ganz, diese Scheibe zu bewegen. Sie hält fest. Emilia, ich komme hier einfach nicht raus. Wie geht's euch den anderen? Craig.
Auch du machst deine Augen auf. Craig, bist du da? Du hörst seltsames Brüllen, aber ganz, ganz weit entfernt und ganz dumpf. Und vor dir rechts ist ein Bildschirm, wo drauf steht Schlafzeit 30 Jahre. Und 30 dann piep, Jahre. Piep und dann Battery low. Oh, scheiße. Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Craig, falls du mich hörst, Alter, hol mir raus, als du schaffst jetzt. Ich höre doch wen. Hey, bist du das, Rüdiger? Ich muss auch wieder am Start. Rüdiger, ist meine Tochter zufällig bei dir? Was ist Tochter? Nee. Okay, ich muss hier irgendwie raus. Ich muss hier. Emilia, geht's dir gut? Craig, wir kommen hier nicht mehr raus. Okay, ich hab einen riesen Magneten dabei. Und ich stemme den einfach gegen das Ding entgegengesetzt, damit die Tür aufspringt. Was? Würfel mal bitte auf Technik. Die Tür ist, also, weiß ich nicht. Okay, das wird funktionieren. Ich hab da einen Plan. Ja! Du hast einen riesigen Magneten dabei, den du aus deiner Tasche holst, hältst ihn so ein bisschen gegen die Tür und tatsächlich verbiegt die sich von dem Druck des Magneten so nach und gibt so ein bisschen den Blick nach draußen frei und es scheint so, als wärst du in einer Art Kolosseum. Was? Also du siehst eine Höhle, am Rande der Höhle sind ganz viele Tribünen aufgebaut, auf denen Menschen sitzen, so im Halbkreis um euch herum. Und sie alle tragen eine kleine Kerze in der Hand und sie scheinen zu singen. Du hörst einen leichten Gesang. Jetzt reicht's aber. Wilbald. Willi, bist du noch da? Du wirst wach vom Quietschen, als ob irgendetwas aufgebogen wird mit Gewalt. Sei doch mal leise, was ist das denn für ein Geräusch? Noch BD steht auf dem kleinen Display, Schlafzeit 30 Jahre und es piept, piept. Battery low. Schlafzeit 30 Jahre? 30 Jahre. Oh Gott. Timmy, hol mich sofort hier raus, aber Fußball. Ich bin wild, ich bin ich. Timmy! Wo spielt der HSV? Oh, hier ist es saukalt. Jetzt mach doch mal hier die Kapsel auf. Ich nehme meine Nagelpistole. Mach einmal so. Ah! Und schieß. Schön mal hier die richtige Scheibe richtig kaputt. Du schießt zwei, dreimal in die Scheibe, zack, zack, zack. Die Nägel bleiben daran stecken, es bilden sich dicke Risse in dem Glas. Du musst das wahrscheinlich noch mal versuchen, irgendwie aufzustemmen oder so, aber es ist auf jeden Fall schon angeknuspert. Sozusagen. Ja, und jetzt nehme ich meine Beine und wuchte, also drück mich dann unten gegen und wuchte. Du drückst zwei, dreimal mit einem festen Tritt und plötzlich fliegt die Scheibe nach vorne. Und mit einem lauten Krachen landet sie auf dem Boden. Und auch du bemerkst, ihr befindet euch anscheinend in einer Art Höhle, vor euch im Halbkreis aufgebaut eine Tribüne, die mehr oder weniger in den Stein reingehauen ist, mit mehreren Treppenstufen, der komplett voll ist mit einzelnen Personen, die dort sitzen. Rüdiger, halt den Mund! In lilanen Klamotten, lilanen Kutten mit einzelnen Kerzen in der Hand und sie singen und sie wiegen sich nach links und nach rechts. Und du blickst dich so ein bisschen um und siehst tatsächlich die anderen drei Kryopods von euch ebenfalls. Und anscheinend wurde jeder einzelne eurer Kryopods auf einer kleinen Steinsäule postiert. Wie auf einem Altar. Steht ihr dort zu viert nebeneinander. Du bist ganz links außen anscheinend, genau da, wo du auch rausgekommen bist. Und bist erstmal leicht verwirrt. Rechts von dir scheint Craig zu sein, der sich auch so langsam aus seinem Kryopod herauskämpft. Und weiter rechts scheinen Emilia und Rüdiger zu sein, die es nicht schaffen, ihre Kryopods zu öffnen. Ich wende mich an die Menschenmenge. Euer Gott ist erwacht! Plötzlich geht ein Raunen durch die gesamte Menge. Als erster wachter Gott! Bin ich offensichtlich der Stärkste? Moment mal, ich bin auch noch da. Der mächtigste aller Götter. Wir sind beide zuerst erwacht. Ja, ich komm gleich, ich helf dir gleich. Lass den obersten Gott dein Geburtshelfer sein. Ey, ich trete jetzt einfach das Ding einmal ein. Du trittst es ein, es fliegt raus. Und ich mache aber so eine Geste, während er das Ding weckt, mache ich so eine Geste mit meiner Hand so. Und es sieht haargenauso aus, als hättest du gerade die Macht benutzt, um mich rauszufetzen. Seht ihr, zu was ich in der Lage bin? Es geht ein Raunen durch die Menge. Die einzelnen Personen scheinen miteinander zu tuscheln. Und jetzt plötzlich tatsächlich, jetzt merkt ihr, wie bei euch sich die Kryopod-Dinger öffnen langsam. Ich mach so. Ganz, ganz langsam. Und ich stehe so daneben. Und auch hier seht diese Menschenmenge direkt vor euch. Und in der Mitte dieser Tribüne sitzt eine Frau mit einer silbernen Maske auf dem Gesicht. Auf einem Thron, der aus Schrott oder so gebaut worden ist. Sieht zumindest ziemlich heruntergekommen aus. Und sie
steht auf mit offenen Armen und die ganze Menge wird plötzlich still. Eine erhabene Stille senkt sich über den gesamten Raum und die Frau fängt an zu sprechen. Meine Brüder und Schwestern, unsere Götter sind endlich aus ihrem Schlaf erwacht. Siehst du, wir sind mehrere. 30 lange Jahre haben wir gewartet. Doch nun ist der Tag gekommen. Doch viele von euch haben sich gefragt, ob diese sogenannten Götter überhaupt anbetungswürdig sind. Oh ja. Ich sage ja, und sie werden es euch beweisen. Der große Prophet Timmy hat es vorausgesagt. Timmy? Auch wenn er nicht mehr unter uns weilt. Seine Vorhersage ist eingetroffen. Und die Menge fängt plötzlich an aufzustehen. Und sie wiegen sich in Ekstase von links nach rechts. Und ihr merkt plötzlich, wie in euch eine Kraft sich sammelt. Ihr merkt, dass ihr anders seid. Ihr merkt plötzlich, dass in euch irgendetwas sich befindet. Irgendeine, ich hab wieder Durchfall. Eine große Kraft, die aus euren Händen heraus sprüht fast schon. Rüdiger. Ich würde jetzt gerne einmal, ich krieg das alles nicht so mit, für mich ist das alles ein bisschen ich bin mehr so auf der Basis und simpler gestrickt. Ich würde jetzt einmal Wahrnehmung, also ich würde gerne Timmy im Raum entdecken wollen. Du siehst, Timmy ist nicht da. Timmy ist tot. Dann würde ich mir gerne einmal die Dame angucken mit ihrer komischen Maske, ob die noch alle Latten am Zaun hat, was sie für eine Scheiße labert. Ey, die scheinen anscheinend davon auszugehen, dass ihr irgendwelche Götter seid, die euch angebetet haben. Deswegen steht ihr auch anscheinend auf so etwas wie ein Altar. Also, das habe ich jetzt auch gecheckt dann, ja. Ja, das hast du jetzt auch so langsam, dämmert es dir. Dann würde ich mir jetzt langsam die Bierbong doch mal vorbereiten. Du bereitest in Ruhe deine Bierbong vor, denn anscheinend läuft ja aktuell alles. Boah. So. Gib mir auch mal einen Schluck. Ich muss jetzt erstmal. Hältst du mal an? Ja, danke. Höher. Nein, die Bong. Was? Ach so. Ich fühle, da ist noch nichts drin, du Vollidiot. Aber ich hab gedacht. Nein. Du willst ein Gott sein. Plötzlich, direkt unter der Dame mit der Maske, öffnet sich eine Tür, die in dieser Tribüne drin ist, wird aufgebrochen mit Gewalt. Und herauskommen mehrere Gestalten, ebenfalls in ähnlichen Roben. Ist da meine ein Tochter großer dabei? In der Mitte, so, breitschultrig, mit einem riesigen Gewehr in der Hand. Oh, oh. Das ist auch so ein leichtes Maschinengewehr. Die brechen dort hinauf. Das sind insgesamt 12 Leute, die sich jetzt so ein bisschen in dieser Arena vor euch aufbauen. Und der große Mann mit dem MG ruft, das sind keine wahren Götter, das ist doch alles nur Lüge, um euch zu manipulieren. Ich werde euch beweisen, dass sie genauso bluten wie ihr. Ich würde jetzt einmal mit Willi. Mit Willi, der ist aber ganz schön aggressiv. Ja, ist ganz schön aggressiv. Willst du vielleicht mal mit dem reden, ob wir lieber so... Bevor du zum Reden kommst, werden wir jetzt in einen Kampf hineinkommen. Oh, und wie ein Kampf funktioniert, ist eigentlich ganz einfach. Gänzlich ungünstig. Das Ganze funktioniert auf Rundenbasis. Das heißt, nacheinander seid ihr dran. Will jetzt Ackermatch. Ihr würfelt bitte alle erstmal kurz Geschicklichkeit, um herauszufinden, wer als erstes von euch dran ist. Ich meine, das ist jetzt hier ganz hart nach den Regeln. 4. 2. 2. 3. 3. Ich schreibe jetzt am besten mal ganz kurz auf. Oh, oh. Oh, was? Nein. Was hast du? Ich glaube, du musst anfangen. 3. 3, okay. Craig hatte eine 4. 4, meine Tochter. Was hast du, Craig? Eine 4? Eine 4. Okay. Willbald? Ich habe eine 3. Eine 3. Und Rüdiger? Ich hatte eine 2. Oh, das war nicht so gut. Die junge Dame mit der silbernen Brille kommt jetzt bitte mal her. Bevor du das natürlich machen kannst, ich würfel mal kurz für die Gegner. Haha, viel Spaß mit den Würfeln. Oh, eine 1! Das ist tatsächlich eine 1. Diese Würfel sind doch völlig verflucht, oder was? Oh, was ist denn da los? Was hast du damit gemacht, Nils? Baby. Ich, ne? Darfst nie wieder meine Würfel anfassen. Mhm. Ja, die Leute sind anscheinend noch damit ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation. Die Menge scheint auch gerade so ein bisschen in Panik auszubrechen. Mhm. Und diese 12 Personen kommen tatsächlich auf euch zu. Und Craig, du darfst als erstes reagieren. Was möchtest du tun? Du hast eine Aktion, die du pro Runde machen kannst. Eine Aktion ist zum Beispiel schießen, laufen, eine deiner Kräfte benutzen, die du jetzt hast. Das darf ich auch benutzen. Was hast du denn da? Eine Rauchbombe. Kannst du machen. Kann ich das kombinieren mit einem Move noch? Ja, kannst du machen. Mhm. Okay. Was möchtest du machen? Beschreibe, was du tust. Okay, ich werf die Rauchbombe bei uns in die Kapseln hin. Wir sind in einem dichten Rauchnebel gehüllt. Okay, ich würde ja sagen, du kannst vielleicht damit 2 Kapseln erwischen. Okay. Und nicht alle. Ich werf beide auf meine Kapsel. Okay. Du hüllst dich komplett in Rauch und versteckst dich in deiner Kapsel. Und jetzt gehe ich. Was machst du dann? Heimlich gehe ich unter der Kapsel her und streck mich hinter der Säule und warte. Okay, alles klar. Du lässt dich so ein bisschen von der Säule herab und versteckst dich so ein bisschen im Nebel hinter der Säule. Genau. Alles klar, kein Problem. Als nächstes haben wir Emilia. Was möchtest du tun? Ich
Ich spüre auf einmal in meinen Händen so eine Kraft. Und auf einmal kommt Eis aus meinen Händen. Mhm. Du wirkst eine deiner neu bekommenen Kräfte. Du merkst plötzlich, wie deine Hand kalt wird, wie aus dem Kryoschlaf. Blaues Eis bildet sich da drin. Und du schleuderst das Eis nach vorne. Und drei dieser Personen, die gerade auf dich direkt zugekommen sind, frieren plötzlich in ihrem Lauf ein. Zwei davon waren bewaffnet mit Nahkampfwaffen. Einer hatte gerade eine Schrotflinte angelegt auf dich. Und alle frieren plötzlich in ihrem Lauf ein und scheinen sich nicht mehr zu bewegen. Habt ihr das gesehen? Wow. Wilbald. Ja. Ich mache meine Hitzewelle. Entschuldigung, muss ich jetzt irgendwas hier machen? Ja, du musst die Kosten dafür einmal abziehen von deinen Machtpunkten. Die stehen auf der Karte drauf. Also eins. Genau. Was macht deine Hitzewelle? Die sendet eine Hitzewelle aus, die alle Gegner an einem Kegel vor dir trifft. Getroffene Gegner brennen für 3 Runden, Klammer auf, wenn sie so lange überleben, Klammer zu, habe ich jetzt nicht so geschrieben. Okay, das ist sehr gut. Auch auf dich kommen 3 Leute zu, 2 mit großen Äxten bewaffnet, die aus Schrott gebaut sind. Mhm. Und einer mit so einer Art Gewehr, was er gerade auf dich anlegt. Du merkst plötzlich, wie deine Adern brennen, wie Feuer in deinen Adern hervortritt. Und du schmeißt das Feuer nach vorne. Eine Flammenwand wälzt sich vor dir nach vorne in diese Menge der Personen rein, die plötzlich anfängt, Feuer zu fangen. Machst du mit denen Schaden? Ja, ne? Das steht gar nicht dabei. 17W10. Ich glaube, das steht da nicht. 1W10. 1W10? Gut, ja. Dann würfel mal 1W10, bitte. 4. 4, okay. Ah, ja. Die werden getroffen. Du merkst, die kriegen auf jeden Fall Schaden und fangen jetzt an zu brennen und versuchen sich so ein bisschen nach links und rechts zu winden, um den Flammen zu entkommen. Rüdiger, was tust du? Also, erstmal möchte ich, dass der geneigte Zuschauer versteht, dass ich jetzt langsam echt sauer bin. Verständlich. Weil ich habe da gerade so einen kleinen Drecksplag das Leben gerettet. Die anderen haben sich die ganze Zeit nur an so einer Tür ausgetobt und die haben richtig lange gebraucht, während die scheiß Welt gefühlt untergibt. Dann habe ich mich in diese Kapsel gesetzt. Gegen meinen Willen wurde ich da eingeschlossen. Jetzt habe ich das Gefühl, weil ich bin nicht so schlau, dass ich die Kryokapselmechanik verstehe, dass ich die Hälfte meines Lebens gerade verpasst habe. Und jetzt kommen diese 3 Käsehochs, die nicht wirklich sehr beeindruckend für mich sind und wollen hier Ackermatch, während ich hier gerade meine verdammte Bierbong präpariert habe. Deswegen würde ich jetzt voller Wut merken, wie meine Waden richtig viel Energie sammeln und Gravitationssprung einsetzen. Okay, du merkst plötzlich, wie es so ein bisschen nach unten zieht und plötzlich wie so eine Feder springst du in die Luft. Auf und den fliegst Typen zu mit der MG, der Chef. Ja. Okay, fliegst eine Sekunde in der Luft und plötzlich stürzt du dich auf den Typen mit dem MG. Und dem versuche ich, die Bierbong richtig tief in den Schlund reinzurammen. Du fliegst mit der Bierbong vorne weg und versuchst, ihn die richtig ins Gesicht zu rammen. Wirf mal bitte auf Nahkampf. Die Nummer 6. Das ist perfekt. Du triffst ihm voll ins Gesicht. Machst du damit Schaden? Das müsste, glaube ich, da irgendwo stehen, oder? Ja, und allen umstehenden Gegnern. 2W8. Dann würfel mal 2W8, bitte. Die Nummer 4 und die Nummer 3. Okay. Du springst gegen ihn gegen. Die Bierbong zersplittert in mehrere tausend Teile, ja die auch gut. Noch ein paar andere Leute nebenan treffen. Und der Typ wankt so ein Stück zurück und scheint auf jeden Fall hart getroffen worden zu sein, aber er steht noch. Die Gegner, die in deine Richtung gekommen sind, Craig, gehen so ein bisschen in den Rauch hinein, ganz vorsichtig mit ihren Waffen, scheinen aber nicht gerade davon überzeugt zu sein, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Sind eine Menge, oder? 3 Stück sind es. Sind mehr, glaube ich. Genau. Wir kommen gleich zu dir, wenn du wieder dran bist. Dann die 3, die Rüdiger gerade angefackelt hat. Entschuldige bitte, Wilbald. Versuchen jetzt so ein bisschen ihre Feuer auszumachen, aber stürzen sich dann wie im Wahn auf dich und versuchen sich dich anzugreifen. Lächerlich. Wieder 1. Ja, sag ich doch. Mir passiert nichts. Ich bin immun wegen deiner Würfel. Ich brauche einen neuen Würfel. Kennt jemand? Nein? Kannst du gerne cool. Meinen nehmen, Junge. Nee, danke. Ich habe mir selbst angebracht. Der erste schlägt daneben, der zweite schlägt ebenfalls daneben und der Typ mit der Schrotflinte, die in deine Richtung zeigt, drückt ab und trifft tatsächlich. Wie viel Rüstung hast du? 2. Alle. Alle Rüstung. Wo steht denn meine Rüstung? Hier, Rüstungswert 2. Alles klar, dann gucken wir mal kurz, wie viel Schaden du bekommst. Da bekomme ich nicht noch Heilung? Automatisch? Ja, dazu kommen wir gleich. Mhm. Das ist ja wieder eine 1, ne? Nee, du kriegst 4 Schadenspunkte. Also 2 abzüglich deiner Rüstung.
Also zwei. Zwei Lebenspunkte weniger. Du kannst es auch in deinem Schiegelregel einstellen. Achso, macht ja voll Sinn. Oh Gott, ich bin nicht. Die drei, die auf dich zugekommen sind, Emilia, sind einfach eingefroren. Hast du Lebenspunkte verloren? Ja, als Ach stimmt, als es runtergekommen ist. Dann bist du wieder voll. Ist alles gut. Oh yeah. Und der dicke Typ, der mit dem MG, den du gerade erwischt hast, Rüdiger, versucht jetzt mit dem MG, mit dem Kolben nach dir zu schlagen. Nicht viel überleben. Trifft auch nicht. Er schlägt daneben, beziehungsweise du blockst das einfach mit deinem Kopf. Du hast einfach deinen Kopf dagegen und was, meine Mutter? Passiert einfach überhaupt nichts. Während die anderen dreien, die eigentlich in deine Richtung gelaufen sind, sehr verwirrt sind, dass du gerade durch die Luft geflogen bist. Und der eine Typ, der ebenfalls mit einer Schusswaffe bewaffnet ist und auf dich angelegt hatte, versucht auf dich zu schießen, würfelt schwer eine Eins. Es löst sich ein Schuss, der aber irgendwo in die Decke der Kaverne geht. Und du hast das Gefühl, gerade sehr viel Glück gehabt zu haben. Aber ihr steht alle noch. Wer braucht's mal? So langsam werden die drei, die vor dir standen, Emilia, werden wieder, bewegen sich langsam wieder. Oh. Craig, du bist dran. Du bist im Rauch versteckt. Hinter der Säule. Hinter der Säule. Und du merkst, vor der Säule sind drei Typen, die gerade in deine Richtung kommen. Ich ziehe das Bild meiner Tochter aus meinem Rucksack und schaue mir das Bild ganz genau an. Und ich merke, wie ich stark werde. Ich werde stark. Sie gibt mir Kraft. Crystal spricht zu mir und ich merke, wie ich meine Kronos-Klinge aus meinem Rucksack ziehe und im Nahkampf auf diese Gegner draufspringe. Okay, du springst nach vorne. Machst du deine Rundum-Attacke, ja, ne? Ja. Du drehst dich einmal. Du merkst plötzlich, wie um dich herum die Zeit zu verschwimmen scheint und eine riesige blaue Energieklinge aus deiner Waffe herauskommt. Mach bitte einen Nahkampfangriff. Drei. Crystal, du bist ein dummes Stück Scheiße. Ich hasse sagen, meine Tochter. Dadurch, dass du versteckt bist und es ein Überraschungsangriff, würde ich sagen, lassen wir es mal durchgehen. Ich bin ja nett. Oh, nichts passiert. Wie viel Schaden machst du damit? Steht das da auf der Karte? 1W8. Dann dürfen wir einen 8-seitigen Würfel. Ist das hier nicht der? Ja. Ja. Oh ja. Oh. Du schlitzt einmal durch die drei durch. Du merkst, wie deine Klinge wie durch Butter schneidet. Und fress das, ihr Schweine! Schreiend fallen sie zu Boden und anscheinend hast du gerade alle drei mit einem einzigen Hieb deiner Kronos-Klinge zerteilt. Sie fallen einfach auf den Boden. Ich bin ein echter Gott! Emilia. Heilige Scheiße. Wie ein Stück Kuchen aufgeschnitten. Ich nehme meine Säureschleuder. Ja. Auf Fernkampf, bitte. Das zählt nicht? Warte, mein Fußball. Alter, 29. Eine 5. Alter, 80. 5. Das war eine 5. Gut, lassen wir mal durchgehen. du triffst den ersten mit deiner Säureschleuder. Würfel bitte nochmal vorsichtig einen W8, bitte. Das ist wahrscheinlich der gleiche. Oder? Ja. Ja. 6. Oh ja. 6. Du triffst ihm voll ins Gesicht. Du merkst, wie die Säure sich langsam durch dein Gesicht frisst. Er sich hin und her windet und dann bewusstlos zu Boden fällt. Hast du den mit der Fernkampfwaffe ausgeschaltet oder den mit den Nahkampfwaffen? Oh, ist dir egal. Hast du einfach in die Mitte geschossen? Ja. Okay. Du hast tatsächlich den getroffen mit der Schusswaffe. Also der ist erstmal ausgeschaltet. Wilbald. Ja. Folgendes. Folgendes. Die brennen jetzt ja alle. Ja. Alle Gegner, die aktuell brennen, erleiden Schaden. Denn ja, tatsächlich. Überhitzung mache ich jetzt. Überhitzung, alles klar. Ja. Was macht das? Lies mal genau vor. 2W10. Dann würfeln wir bitte 2W10. Ich will tot sein danach. Du merkst jetzt, also du versuchst tatsächlich die Kraft der Flammen in deiner Brust zu sammeln und du merkst, wie du die Flammen kontrollieren kannst, die gerade um diese Gegner züngeln. Und du. Das ist der W10, ja. Ich habe, glaube ich, eben den falschen genommen. Egal. Das ist okay. Eine 2 und? Acht. 10 Schaden also insgesamt. Du lässt die Flammen aufsteigen, werden plötzlich in große Flammensäulen gehüllt. Und du hörst nur noch Schreie und am Ende sind nur noch drei Aschehäufchen da übrig, wo eben noch diese drei Personen standen. So das sagst du jetzt? Das sagst du? Mörder! Nochmal, wie? Ja, Mörder! 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 Mördergötter! Ja! Yeah. Mördergötter! Rüdiger, neben dir steht noch dieser Anführer, dieser große Typ mit dem leichten MG. Was machst du? Ich versuche ihn in den Schwitzkasten zu nehmen und an seiner Nase zu ziehen. Okay, wird auf Nachkampf. So, jetzt, Freundchen, gibt eine Schelle, die sich gewaschen hat. Scheiße. Was hast du gewürfelt? Die Nummer 1.
Du versuchst, ihn in den Schwitzkasten zu nehmen. Er windet sich herum. Anscheinend war er nicht nur Kreismeister, sondern sogar Erster in der Liga bei euch. Oh Gott. Und er schmeißt dich einmal über dich rüber und nimmt dich so ein bisschen am MG quasi und hält dich das so an den Hals und nimmt dich so in den Chokehold sozusagen. Wir müssen ihm helfen. Oh, wir sollten ihm helfen. Vorher sind aber erstmal die Gegner dran. Der wirkt dich jetzt die ganze Zeit und versucht, das Leben aus dir herauszuquetschen. Oh nein. Ey, dieser Würfel ist tatsächlich verflucht. Das kann nicht wahr sein. Eine 4-1. Ja, was sag ich dir? Du schaffst es, dich herauszuwinden aus seinem stählernen Griff. Du Vollidiot, mach das noch einmal! Allerdings kommen zwei weitere auf dich zugelaufen mit zwei großen Knüppeln, die jetzt versuchen, nach dir zu schlagen. Das erste trifft nicht, das zweite trifft auch nicht. Beide schlagen an dir vorbei. Du blockst links, du blockst rechts. Und hast alle Angriffe auf dich abgeblockt, die gerade noch auf dich für dich relevant waren. Ein Typ mit einer Schrotflinte versucht noch auf dich zu schießen, trifft tatsächlich auch ausnahmsweise mal. Also du warst so beschäftigt, alle Angriffe wie ein richtiger Ringer zu blocken, als plötzlich dich irgendwas im Bauch trifft. Hoppala, hoppala. Ich schau mal kurz, wie viel Schaden du bekommst. Du bekommst 6 Schaden, bitte. Also minus 2 Rüstung, also 4 Schaden. Dann bin ich ja nur auf 20 von 24. Yes. Das ist ja gar kein Problem. Craig, du bist wieder dran. Deine 3 sind erledigt. Du siehst jetzt, dass Rüdiger so ein bisschen ein gleiches Problem hat. Mhm. Und bei Emilia sind ebenfalls noch 2, um die du dich kümmern müsstest. Hast du eigentlich Lebenspunkte? Du kriegst Lebenspunkte zurück. Stimmt, ich krieg Lebenspunkte zurück. Genau. Für jeden Gegner, den ich getötet habe, das krieg ich ja 6 dazu. Ja, dann kriegst du wieder 6 Lebenspunkte. Also ich krieg auch 6 dazu. Dann habe ich ja mehr als vorher. Richtig, ja. Also ihr darfst natürlich nur bis zu deinen maximalen Lebenspunkten wieder aufladen. Also, ja, verdammt. Aber dann seid ihr wieder voll quasi, genau. Ihr heilt euch nämlich durch eure passive Fähigkeit. Okay. Ich sehe, dass die Macht geht nicht mehr hoch, ne? Die geht am Ende des Kampfes wieder. Okay, gut. Ich nutze mein Jagdfieber und teleportiere mich rüber zu Rüdiger. Ich muss dem helfen. Wen willst du von denen angreifen? Das sind zwei Typen, zwei normale Typen mit Knüppeln und der große Typ mit dem MG. Ich geh auf den großen mit meiner fetten Shotgun in den Nahkampf. Okay, dann machen wir teilen. Du merkst plötzlich, wie die Zeit um dich herum verschwindet und du machst kurz die Augen zu und bist plötzlich direkt neben diesem großen Typen mit dem MG und schießt mit deiner Schrotflinte auf ihn. Würfel bitte auf Nahkampf. Denk dabei auch an meine Tochter. Das ist wichtig, ja. Das ist Treffer. Das reicht. Mach mal Schaden. Du machst. Jetzt gucken. Jagdfieber. 1W6 plus 4 Schaden. 1W6? Also ein 6-seitiger Würfel. Das ist der, genau. Der hier, ne? Nee, da drüber. Der ganz normale Würfel. Scheiße. Okay, du machst 7 Schaden. Du triffst ihn ordentlich in der Brust, aber er scheint auch sowas wie eine dickere Rüstung zu haben und scheint das einigermaßen wegzustecken. Und, die anderen sind aber extrem verwirrt. Emilia, was machst du? Vor dir sind noch 2 Leute, die jetzt auf dich zukommen. Oh, shit. Boah, ich spüre schon wieder diese Kraft in meiner Hand und auf einmal habe ich einen Raketenwerfer. Du merkst plötzlich, wie die junge Frau, die oben auf dem Thron saß, ist aufgestanden und der Thron fliegt in die Luft, zerteilt sich in einzelne Schrottteile und setzt sich bei dir wieder in einen riesigen Raketenwerfer zusammen, den du plötzlich auf deiner Schulter hast. Alter! Auf wen willst du schießen? Auf was willst du schießen? Ich habe nicht so viel Kontrolle, ich schieße einfach. Okay, schieß einfach geradeaus. Würfel bitte auf Fernkampf. Du schießt auf die beiden, die noch vor dir sind und auf dich zulaufen. 3. Die Rakete fliegt ein Stück daneben, trifft sie nicht hundertprozentig, aber streift sie noch ein bisschen an der Seite. Würfel bitte einen W10. 10. Sie werden eine 10, dann hast du nochmal würfeln. Das ist ein kritischer Erfolg. meine armen Gegner. Die beiden werden zur Seite gefetzt, fliegen gegen eine Steinwand und bleiben regungslos liegen. Yeah! Wilbald. Für Christel. Jawohl. Ich helfe Rüdiger. Und wie möchtest du es machen? Warum helft ihr nicht der jungen Dame? Die junge Dame hat 2 weggelassen. Die braucht das nicht. Und zwar mache ich den. Ich kein Gentleman. Phaser, den Phaserstrahl. Den Phaserstrahl, okay. Also, weil wahrscheinlich, wenn ich die Hitzewelle mache, treffe ich wahrscheinlich auch meinen Freund, ne? Egal, wenn die. Nein, tatsächlich sind die immun dagegen. Ach so. Warte mal, 2 W10, 1 W10. Wie viele sind noch bei ihm? 1 oder 2? 2? Bei ihm stehen noch 3. Der fette Typ und der fette Da macht die Hitzewelle. Okay. Da treffe ich ja viel mehr. Du läufst ein Stück nach vorne und kanalisierst die Macht der Flammen, die nach vorne gestoßen werden. Aua. Rüdiger, du merkst plötzlich, wie um dich herum Flammen sind, aber die scheinen dich nicht sonderlich zu stören. Die anderen sind keine Sorge, die lassen dich in Ruhe. In Brand gesetzt. Männer-Sauna. Das wird schaden.
Was hatte ich gesagt? 1W10. Au, mein Bauch. Das ist doch hier. Ach, verbrennen ist wirklich ein schlimmer Tod. Echt warm. Ich glaube, ich ziehe mein T-Shirt auf. Neun Schaden. Alter Schwede. Die beiden Typen mit den Knüppeln, die gerade versucht haben, auf Rüdiger einzuschlagen, und der Typ mit der Schrotflinte fallen sofort brennend auf den Boden. Der große Typ steht aber noch und scheint wirklich richtig angepisst zu sein. Aber der ist ja schon weak. Der ist schon leicht angeschlagen. Rüdiger. Ja. Was tust du? Ich würde jetzt... Du bist immer noch im Ringkampf mit dem. Ja, ich würde jetzt... Ich bin ja sehr Ringkampf erfahren. Wie gesagt, Vizemeister im Ringerverein Schladen. Und würde jetzt erstmal genau untersuchen, wo seine Schwachstelle ist. Hm? Willst du Wahrnehmung würfeln? Ja. Würfel auf Wahrnehmung. Nein. Der bewegt, der hat so eine lange Kutte an. Das ist das Problem. Du kannst seine Körper gar nicht sehen. Aber brennt. Wo ist der Junge hin? Ja, die brennt ein bisschen. Die Kutte brennt, oder? Scheint ihn nicht so stören. Aber du kannst ihn trotzdem angreifen, wenn du möchtest, ne? Ja, dann würde ich jetzt einfach versuchen. Kennst du Kurt Angle? Nein. Okay, kennst du Undertaker? Ja, natürlich. Gut, ich versuche dem jetzt einen Chokeslam zu verpassen. Okay, alles klar. Wirf mal mit auf Nahkampf. Ja, gerne. Eine 5. Du nimmst ihn hoch, hebst ihn ein Stück in die Luft und dann ballerst du ihn auf den Boden mit einem großen Schlag. Für Crystal! Und für Crystal! Für Crystal. Würfel bitte einen W8 und deinen Stärkewürfel dazu. Nee, das W8. Das ist 2. Und deinen Stärkewürfel noch dazu? Auch ein W8? 6. Du rammst ihn unangespitzt in den Boden und er bleibt regungslos am Boden liegen. Ihr habt euch um alle Leute gekümmert, die gerade auf euch zugelaufen sind. Die Menge, die jetzt innehält, ist plötzlich ganz still. Und plötzlich brandet Jubel auf. Jubel um euch herum. Eine schöne Bierbombe. Ja. Und die Menge ist wirklich am Toben und findet das alles extrem gut. Und die Frau mit der Silbermaske schwebt gerade zu euch herunter, klettert zu euch runter. Die fliegt. Nimmt ihre Maske ab und ihr seht. Ist Timmy. Ihr guckt kurz ein bisschen. Crystal, bist du's? Es ist das kleine Mädchen, was wir draußen in der Stadt zurückgelassen habt, dessen Oma... Ist deine Oma hier? Ob deine Oma hier ist? Sie hat es leider nicht geschafft. Ah, schade. Aber ich habe so lange darauf gewartet. Wir haben so lange darauf gewartet, dass ihr wiederkehrt. Und jetzt seid ihr da. Warte mal. Ihr werdet uns nach draußen führen. Warte mal. Also, als wir dich zurückgelassen haben, da warst du ungefähr wie alt? 8? Jetzt bin ich 38. Das heißt, du bist 38, aber ich? Wie alt bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt jünger als du. Das heißt, mit solchen Details beschäftigen wir uns hier nicht mehr. Sag mal. Okay. Wegen damals, das tut mir leid, aber bist du Single? Alter, ich muss in den Club, mein halbes Leben. So etwas interessiert uns hier nicht in unserem Kult. Oh, ihr seid unsere Götter, ihr steht über uns. Dann machst du, was ich sage, oder? So funktioniert das nicht. Oh. Was? Ich bin doch der Gott, ich bestimme doch. Wir sind alles Götter. Ja, aber ich bin die Nummer 1. Ihr wurdet auserwählt. Crystal ist tot. Hör auf, das zu sagen. Ihr wurdet auserwählt, uns nach draußen zu führen. Hey, der Prophet hat es gesagt. Geht doch einfach raus. Ja, geht doch einfach raus. Da draußen lauern schreckliche Gestalten. Was? Und die Tore sind versperrt. Aber ihr werdet uns Erlösung erbringen. Ihr werdet uns nach draußen führen. Nee, Leute, also ich bin da wieder raus. Also hier nochmal sowas mit komischen... Warum bleiben wir nicht hier drin? Tieren. Hier ist es doch gut. Wisst ihr nicht, was passiert ist? Nein. Wo ist Timmy? Bei uns im Gottheim erzählt man nicht die Geschichten niederer Kreaturen. Die ehrliche Woher sollen wir denn wissen, was euch nicht widerfahren ist? Die Stadt musste aufgegeben werden. Der Reaktor, der große Kasten, die große... Ihr wisst schon, was ich meine. Das ist kaputt gegangen. Es gab plötzlich Strahlung überall. Die Menschen sind geflohen. Der Sturm hat alles vernichtet. Dämlicher Aber Team. Ihr seid aus der Asche wiedergeboren. Ihr seid wieder hier. Ihr seid auferstanden. Und ihr könnt uns rausbringen. Aber dazu braucht ihr ein Fahrzeug. Aber wollt ihr raus? Also, warum bleiben wir nicht hier? Hier? Ja. Seht euch doch um. Wir hausen hier wie die Hunde. Ratten? Naja, eher wie die Ratten, würde ich sagen. Also, die Ratten, da draußen. Oder eher so das Leben auf Kakerlaken, würde ich vielleicht eher sagen. Das ist vielleicht ein bisschen. Wie ist Timmy gestorben? Oder wie die Schaben. Wer ist Timmy? Timmy? Der kleine Junge, der. Nein? Klingelt's nicht? Okay, ihr kennt ihn vielleicht unter dem Namen Moment, Timmy. In dem Moment geht hier ein Licht auf und neben euch kommt plötzlich ein junger Mann aus der Menge herausgetreten, nimmt Daddy? Sich die Kapuze ab. Hier bin ich, meine Meister. Ah. Du kleines Drecksbalk.
Ich werde euch Zimmy mitgeben. Er wird euch nach draußen führen. Er wird euch sagen, wo ihr einen Truck finden könnt, mit dem ihr nach draußen kommt. Und ihr holt Hilfe, ja? Ich gehe zu Zimmy. Ich hole aus meinem Zauberrucksack die limitierte Sammelkarte von Pimlor, die mit den roten Lackschuhen. Oh. Willi, denk dran, der hat uns nicht aufgeweckt. Die heilige Reliquie. Ich ziehe sie ihm so weg. Du mieses Stück Scheiße! Ja, gib ihm! Dann mach ich ein Feuer in meine Hand. Bitte nicht, Meister, nicht verbrennen! Vor seinen Augen. Ein Feuer, bitte! So, das hast du jetzt davon! Nein, nicht die Karte! Nicht die Karte! Siehst du das? Das war die letzte! Ganz ehrlich, das hat Timmy aber diesmal wirklich verdient. Und an dieser Stelle gehen wir wieder zurück ins nächste Voting. Ihr könnt wieder voten im Chat, Ausrufezeichen PNP und der entsprechende Code wird gleich eingeblendet für euch. Und wir gehen in eine ganz kleine Pause, in eine ganz kurze Werbung und dann schauen wir mal, was mit Timmy und der Karte passiert. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück mit Pen and Paper. Im Outriders-Universum haben wir uns zurückgefunden. Unsere Helden sind gerade aus dem Kryoschlaf erwacht, haben plötzlich gemerkt, dass sie seltsame Kräfte haben und haben sich ein paar seltsamen Kultisten erwehren müssen, die sie als Götter oder halt auch nicht verehrt haben. Und du hast eine Frage. Ich habe eine Frage. Ja. Ich habe ja eine passive Fähigkeit. Ja. Dass ich 2 Lebenspunkte für jeden Gegner, der in meinem Nahkampfbereich getötet wird, wieder bekomme. Das waren 4 Stück. Also bin ich wieder voll. Ja. Genau, jeder von den Spielern, falls ihr es jetzt noch nicht gemerkt habt, hat jetzt Kräfte bekommen. Kräfte, die analog sind zum Spiel Outriders. Und eine Kraft davon ist eine passive Heilung. Das bedeutet immer, wenn ihr Leute tötet oder in eurer Nähe Leute getötet werden, kriegt ihr Lebenspunkte zurück. Wie kann man sich das vorstellen? Wenn ich bin verletzt und dann muss man mich in die Nähe eines Passanten schleifen und dann tötet man den einfach. Nein, das Feuer. Das Feuer heilt dich, Neil. Du ziehst die Energie aus dem grausen dich rein. Aber, okay. Aber wir sind zurück im Pen and Paper. Ihr steht gerade mit Ida, dem jungen Mädchen von einst, und eurem Timmy, der euch so hart zurückgelassen hat. Dummes Stück Scheiße. In dieser Höhle. Und der hat gerade mit Furcht angesehen, wie du die Karte verbrannt hast. Und geht jetzt einfach wimmert auf den Boden. Ich werde alles für euch tun, Meister. Alles für euch tun, Meister. Na gut. Ich möchte ganz kurz meinen Ghetto-Blaster rausholen und gemeinsam mit dir den Fortnite-Loser-Tanz vor Timmy machen. Ihr macht den Fortnite-Loser-Tanz. Würfel mal auf Tanzen, bitte. 4. Okay. Ja, es ist okay. Die Leute, ein paar klatschen im Takt mit, aber so richtig mitgenommen hast du sie nicht. Ida wendet sich nochmal an euch. Bitte, ihr müsst wirklich, ihr müsst einfach nur, ihr solltet hier weggehen. Kommt, ich bringe euch nach vorne. Und sie nimmt euch so ein bisschen an der Hand und führt euch nach draußen durch einen langen Tunnel. Und ihr seht plötzlich, ihr steht auf einer Anhöhe. Lang ist gut. Blickt nach draußen auf die First City, die Stadt, die ihr kennt, die aber nicht mehr das ist, was ihr von einst seht. Dunkle Wolken hängen über dem Himmel. Boah. Ihr seht, wie tatsächlich die meisten der Wohncontainer überwuchert sind. Die 69 ist kaputt. Mit Gewächsen, die seltsam leuchten. Ihr seht im Hintergrund ein riesiges Loch im Reaktor, in diesem riesigen Reaktor, der einst von dem Raumschiff heruntergelassen worden ist. Und überall hört ihr Schreie aus der Stadt, einzelne Schreie von seltsamen Wesen. Ihr seht Rauch aufsteigen und es sieht nicht so aus wie die Stadt, die ihr verlassen habt. Und Ida wendet sich nochmal an euch. Das ist alles, was von unserer Stadt übrig ist. Ach, wie ihr seht, ihr habt nicht viel verpasst. Wo ist Pavel? Es war keine Party, es war nicht viel los, aber Pavel? Pavel ist tot. Und damit unsere Schulden auch. Stell dir mal vor, nach 30 Jahren mit Zinsen, aber wie viel das gewesen wäre. Wir haben hier diese heilige Reliquie gefunden und sie holt so einen Bierdeckel raus, wo sehr, sehr viele Nummern eingezeichnet sind. Ich glaube, der gehört euch. Ah ja, gib mal her. Ja, ja, der ist von uns. Geht um Emily. Du verbrennst den Bierdeckel und deine Schulden sind erlassen. Fühlt sich gut. Ich fühle mich gut. Den hätte ich noch gebraucht, Willi. Wofür denn? Ja, falls wieder Westen kommen, dann musst du mein Bier da. Also du denkst auch nicht nach, oder? Ihr müsst hier herunter. Ihr müsst hier herunterklettern. Ich habe Speer in der Nähe postiert. Sie haben mir gesagt, dass ein Truck in der Nähe ist. Er wird von einem Trupp der Regierung bewacht. Oh. Welche Regierung? Welche Regierung? Sag mal, du hast auch echt nicht mehr alle Tassen im Schrank, oder, Rosel? Wie heißt du? Ida. Ja, ihr Namen sind Schall und Rauch, Idi. Ida. E.T. Ja. Sie heißt E.T. Susanne, Erika, Ute. Also, was ich damit sagen will,
Was für eine Regierung? Ey, ich dachte, wir sind Götter, jetzt gibt's eine Regierung. Naja. Jetzt gibt's noch irgendein. Aber wir sind ja als Götter über der Regierung. Die ECA, das ist die Kolonisationsagentur sozusagen, unter der ihr auch gearbeitet habt, die gibt es noch. Sie haben sich in große Festungen zurückgezogen und manchmal kommen sie hierher, um alte Technik oder so herauszuholen aus dieser Stadt. Und anscheinend ist gerade einer ihrer Truppen unten auf einem Platz. Ihr müsst nur hier runterklettern, müsst ein Stück nach rechts gehen. Zimmy wird euch führen. Und vielleicht könnt ihr euch den Truck unter den Nagel reißen. Sind die freundlich oder eher nicht so? Uns gegenüber nicht, aber ich meine, ihr seid schon etwas Besonderes. Vielleicht könnt ihr mit ihnen reden, vielleicht könnt ihr mit ihnen verhandeln. Ich bin mir nicht sicher. Sag mal, Willi. Was? Also, mich würde jetzt erstmal, ich bin nicht so ein Mann der Worte. Aber mich würde jetzt erstmal interessieren, was überhaupt in der Zwischenzeit so alles passiert ist. So, wie sind die Landstriche hier verändert? Wie ernähren sich überhaupt diese dreckigen Ratten? Und was für die Regierung? Kannst du mal fragen? Okay, also du sagst mir, was ich fragen soll. Ich frage ihn das, weil du ihn das nicht selber fragen kannst. Ja. Was hast du studiert? Soziophobie? Ich habe eine Ausbildung, Möbelei. Okay, jetzt lass mal, ich mach das jetzt. Hey, Jimmy! Ja, Meister? Jetzt will ich mal einen Crashkurs in Geschichte haben. Was ist hier in den letzten 30 Jahren passiert und wer, du erzählst wieder Scheiße? So, sag's ihm bitte. Naja, die Outriders, die in der Wildnis unterwegs waren, sie haben irgendetwas gefunden, irgendeine Art Anomalie oder so. Und dann ist dieser Sturm über die Stadt hinweggefegt. Wir konnten uns gerade noch so, oder nur ein Teil von uns konnte sich in die Bunker retten. Und dann ist der Reaktor komplett durchgedreht. Also ich sehe schon, die Stelle, wo du uns einfach in diesen Kryokammern verrotten lassen willst, die überspringst du einfach, nein, oder was? Mein Herr, ich wollte euch doch nur schützen, dort wart ihr sicher. Und ich habe euch aufgebahrt, bei dem Kult. Ihr wart dort sicher, sie haben euch beschützt. Der Junge erinnert mich an Gollum. Ein Stück weit, ja. Wem? Ach, scheiß drauf. Okay, und dann? Ab zum Fixen. Dann ist hier alles vor die Hunde gegangen. Die Leute haben sich zurückgezogen. Und das Einzige, was wir noch wissen, ist, dass irgendwo in der Wildnis ein seltsames Funksignal existiert. Aber unsere gesamte Technik ist Schrott. Alles weg. Alles kaputt. Es gibt nur noch ein paar alte Dieselgeneratoren. Und offensichtlich so ein Fahrzeug hier. Und gibt's ja noch Diesel? Wie ernährt ihr euch denn? Also, gibt's, wir haben diese Militärration. Wir haben diese Militärration, der holt so ein. Oh, Haxelze, gib mal her, komm mal bei mir. Bitte. Das sieht ekelhaft aus. Was ist denn das für ein Geschmack? Das riecht auch ekelhaft. So, die wird jetzt auch. Ich nehme mein Deo und sprühe ein bisschen, weil das so ekelhaft riecht. Der riecht schon wieder so stark. Jetzt riecht es ein bisschen nach Vanille. Das ist eigentlich ganz angenehm. Vanille, Haxelze, sag mal, habt ihr alle nachgesoffen? Entschuldigt, Herr, entschuldigt bitte. Na, egal. Ihr solltet jetzt wirklich losgehen. Yeah. Der Trupp wird nicht lange bleiben. Okay, ich nehme mein Funkgerät, was ich hier noch habe. Schmeckt aber nicht nach Vanille. Und, scheint komplett. Es sieht aus, als wäre der komplett Kurzschluss drin gewesen, ist komplett geschmolzen und sieht komplett. Emily, kannst du das mal reparieren? Gib mir das mal her. Das sieht unrettbar aus. Das ist komplett im Eimer. Das kann ich nicht. Das ist komplett im Eimer. Okay, das habe ich mir gedacht. Danke fürs Wegschmeißen. Tolle Hilfe, Emily, wirklich toll. Ich kenne mich damit aus. Ja. Yeah. Okay, Leute, wollen wir einfach zu dem Auto gehen? Ich meine, hey, was können die uns schon antun, oder? Ich meine, ich bin Gott Nummer 1. Enthaupten oder weiß ich was. Willst du vorgehen mit den Reden? Du bist doch so ein großer Redner. Also ich gehe da jetzt hin, ihr Feiglinge. Ich würde sagen, wir schleichen uns an, bringen die alle um und klauen die Karre. Okay, Gott Nummer 2, Gott Nummer 3 und Gott Nummer 4 hinterher. Ich bin Gott. Aber nur Nummer 4. Von hinten? Das ist mir egal. Gut, dann machen wir so, wie es du sagst. Und wenn es nicht funktioniert, was dann? Wir brauchen einen Plan B. Das schauen wir dann. Das schauen wir dann. Warum sollten die uns das Auto nicht geben? Weil wir 30 Jahre weg gewesen sind. Wir gehören nicht mehr zu denen. Die wissen nicht mehr, wer wir sind. Was ist denn das für eine Kommikacke hier? Von wegen, warum sollen die uns das Auto nicht geben? Also ich denke okay, schon, okay, habt ihr eure Ausweise geben? Noch? Habt ihr eure Ausweise noch? Eure Ausweise? Ihr habt eure Ausweise noch, ja. Wir haben unsere Ausweise noch. Und die sind noch gültig, oder was? Sind die noch gültig, die Dinger? Die sind abgelaufen, sagst du jetzt. Okay, sind gestern abgelaufen. Die Dinger sind gestern abgelaufen. Das ist ein Ärger. Ja, richtig. Und wenn wir jetzt da hingehen und mit abgelaufenen Ausweisen kommen, erschießen die uns. Also klauen wir das Auto. Ja, okay, dann, das klingt plausibel, da kann ich nichts gegen sagen. Ich wollte euch jetzt mal in die Richtung bewegen. Ja, sehr gern. Okay, gut, dann kann ich euch nämlich erklären, was ihr seht. Ihr geht so ein bisschen den Hügel herunter und ein bisschen durch das Gassengewirr. Überall steht so kniehoch oder teilweise auch einfach nur knöchelhoch Wasser, so brackiges, sumpfiges Wasser. Das stinkt. Ihr werkt euch so ein bisschen vor, ganz, ganz vorsichtig. Immer wieder ertönen Schreie von irgendwelchen Bestien in der Entfernung. Seltsame, riesige Vögel fliegen im Sturzflug über euch hinweg und versuchen euch anscheinend zu greifen. Aber ihr könnt euch gerade nicht so zur Seite in Deckung schaffen. Ich versuche, einen davon abzuschießen. Dann noch mal einen Fernkampfangriff, bitte. Hä? Einen Fernkampfangriff, bitte. Deine Nagelpistole. Ja, wieso nicht? Weil es macht Spaß. Ich muss mal wieder ein bisschen üben. Ja, dann mach es mal. Muss ich dann würfeln. Entschuldigen Sie bitte, Fernkampf. Ach, ein 12er. Ach, ein 12er. Willst du wieder meinen 12er haben?
Eine 8, okay. Du schießt einen dieser Dinger runter, die sehen ziemlich ekelhaft aus, haben riesige Zähne im Maul. Ich fange den so auf. Ja. So richtig cool. Das war ziemlich cool von dir, ja. Sag mal, Willi, bist du nicht irgendwie 73 inzwischen? Du bist aber ganz schön fit. Ihr fühlt euch keinen Tag gealtert, also von daher alles gut. Wie sieht der denn aus? Beschreibt den mal. Ja, das ist tatsächlich ein länglicher Vogel, den du mit zwei Händen halten musst, mit einem langen Schnabel vorne, der komplett übersät ist mit so spitzen Zähnen. Das hat doch der Eier, den Nagel direkt in den Kopf gekriegt hat, ist komplett tot. Und lange, schwarze Schwingen, die so ein bisschen ledrig sind, wie so eine Fledermaus. Und die Füße sehen ein bisschen aus wie von einer Ente. Also rote Füße mit so Schwimmhäuten. Ich glaube, das ist ein Habicht. Vielleicht. Das ist doch kein Habicht, das ist irgendeine mutierte. Das ist doch kein Habicht. Ja, guck doch mal hier, das ist doch eindeutig. Oder. Jetzt schau mal hinten bei der, hier weg. Schau mal hinten bei der Kloake, vielleicht kannst du es daran ausmachen. Es ist kein Habicht. Ekelhaft. Es ist kein Habicht, nee. Es ist kein Habicht, oder? Es ist kein Habicht, aber da drin ist irgendwie ein. Ist das ein Eichhörnchen oder ein Wiesel? Egal, mach es. Ich hole das da raus. Es sind tatsächlich Reste eines ziemlich großen Tieres. Alter Willi, du Was bist... Was ist das denn? Das ist nicht normal. Ihr geht weiter und kommt auf einen kleinen Platz, der umsäumt ist mit Schrott. Also überall liegen so alte von diesen Standard-Wohncontainer herum, die komplett ausgebrannt sind oder komplett zerstört worden sind. Es ist komplett ein Platz, der nur durch eine Einfahrt sozusagen gesichert ist. Und inmitten dieses Platzes steht ein Truck. Den könnt ihr euch so vorstellen, es ist im Endeffekt ein Sattelschlepper, nur ein bisschen kleiner. Und auf der Rückseite steht... ist so ein kleiner Anhänger dran, was anscheinend so eine Art Wohneinheit ist. Aber wirklich so eine ganz kleine, das ist ein Truck, den kennt ihr auch. Also der gab es auch früher in der First City. Und da passen so vielleicht 6, 8 bis 7 Leute rein, so ungefähr. Also mit Rüdiger nur 3. 6, 8 bis 7. Nein, ich sag mal 6. Sag mal 6 Leute, ihr seid zu viert, das passt. Und neben dem Truck, der steht halt in der Mitte dieses Schrotts, ihr könnt euch da so ein bisschen verstecken, wenn ihr wollt. Neben dem Truck knien 2 Techniker, die haben auch so Technikerklamotten an. Die sehen relativ offiziell aus, also die Kleidung sieht nicht komplett runtergekommen aus, wie die von den Kultisten, sondern tatsächlich einigermaßen ordentlich. Und die werden abgesichert von insgesamt 6 Soldaten in voller Kampfmontur, die alle das Logo ECA vorne auf der Brust tragen. Die tatsächlich sehr, sehr fachmännisch alles genau absichern und aufpassen, dass gerade nichts passiert. Und die beiden Techniker scheinen gerade irgendwas an dem Truck herumzuschrauben. Also da scheint irgendwas kaputt zu sein und die versuchen das gerade anscheinend zu reparieren. Und die sind alle sehr, sehr gestresst, sehen die aus. Die sehen richtig gestresst aus. Bei jedem kleinen Funken von etwas gucken die und halten so die Waffe in die Richtung. Rüdiger, du wolltest was tun. Ja, ich würde gerne mal erspähen, wer da der Chef wohl sei. Okay. Und was jetzt wohl sein größter Stressfaktor ist. Wirf bitte auf Wahrnehmung. Na klar. Die Nummer, warte mal. 3? Die Nummer 3. Du kannst nicht genau sagen, wer da der Chef ist, von denen, die sind alle, für dich alle gleich aus. Ey, Willi, sind das 6 Länge? Lass mich mal eben gucken. 1, 2. Ja, die sehen alle sehr gleich aus. Ich glaube, die sind geklont. Die Daltons plus 2, wa? Was? Die Daltons. Die Daltons. Plus 2. Plus 2 sind 6, ja. Nur gleich groß. Okay, das ist phänomenal. Oder? Was ist, wenn wir versuchen, die auseinanderzubekommen? Ich habe eine Flare Gun, ja? Die habe ich noch von Timmy. Okay. Dämlicher Timmy. Ich schieße das Ding also, in die Luft und ein paar oder alle laufen vielleicht da hinten hin und gucken, was da ist. Boah. Wir bringen die anderen um und fahren mit dem Ding weg und nehmen die Techniker mit. Hey, Timmy, wer sind die... Park 3 Käsehoch da. Was ist denn hier los mit dem Traktor? Er guckt so ein bisschen runter. Er ist vielleicht kaputt. Ich weiß es doch auch nicht. Ich habe so ein Ding noch nie gesehen. Was ist, wenn wir Timmy da runter schicken, mit denen zu reden? Nein, bitte nicht! Bitte nicht! Was sagt ihr? Ich meine, er hat was wieder gut zu machen. Das steht außer Frage. Meine ich auch. Wir können ja vorher Timmy briefen. Aber was soll ich denn sagen? Du sagst, dass wir, du. Du brauchst den Truck. Du brauchst den Truck. Den Schlüssel. Und die stinken alle. Und also die sollen weggehen. Ich bin ehrlich, die sehen nicht so aus, als könnte man mit denen reden. Timmy ist ein Kind. Hey, ich bin... Timmy ist... 32! Ach komm, jetzt mach dich doch nicht älter. Wahrscheinlich. 36. Ich hab dich immer noch als Kind im Kopf, Timmy. Du hast dich kein bisschen verändert. Du hast nicht mal Bartwuchs. Du bist lächerlich. Ich hab halt schwache Gene. Was soll ich denn machen? Nicht nur schwache Gene. Okay, Leute, ich meine, es ist eindeutig. Die sind zu 6. Wir haben gerade 12 schwer bewaffnete Typen in so einem Thunderdome platt gemacht. Was sollen denn diese 6 Typen gegen uns machen? Jeder 2 aus die Maus. Jeder 2? Dann halte ich mich raus, oder was? Ja, wollen wir nicht rennen. Genau. Ich kann im Fernkampf nichts. Ich bin Nahkämpfer. Ich muss da ran. Zack, zack, stark mit dem Messer. Ja, dann gehst du halt da ran. Soll ich jetzt da runtergehen oder nicht? Nein, wir machen das jetzt ohne dich, du Versager. Halte den. Ich gebe ihm meinen neuen Vogel. Wer denn passiert? Steck deinen Kopf in die Kloake von dem Vogel.
Steck deinen Kopf in die Kloake von dem Vogel, Timmy. Er passt doch gar nicht rein, mein Kopf ist so groß. Da rein, da war ein Eichhörnchen drin. Er setzt sich den Vogel auf wie ein Hut. Sehr gut, Timmy. Ich nehme meine Wundsalbe, damit es besser flutscht, damit der Hut besser sitzt. Würfel bitte auf Erste Hilfe. Nicht auf Überleben. Timmy erstickt in den Vogel. 7. Oh Gott, das brennt, aber es fühlt sich auch so gut an, aber es brennt. Zieht sich den Vogel dann kommt. Wunderbar. Ist jetzt fester drin. Was, wenn Timmy jetzt da runtergeht? Ich würde gerne mal. Ich hab mich gleich. Ich würde gerne mal das ein bisschen abchecken, ob das auch gut sitzt. Und noch mal runter. Das sitzt gut. Ja, nur sicherheitshalber, Steffen. Das sitzt ordentlich. Mann. Ihr habt das Gefühl, die Techniker packen langsam zusammen. Wir müssen uns beeilen, jetzt mal ganz ehrlich, wir müssen eine Entscheidung treffen. Entweder geht Timmy mit dem Kackvogel auf dem Kopf da runter oder wir greifen an. Nein, ich würde sagen, wir greifen an. Timmy ist ab jetzt unser Hohepriester und jeder Hohepriester muss immer diesen Hut aufhaben. Halt den Mund, Timmy. Also, was machen wir? Toller Spitzhund. Also, du bist gut im Nahkampf. Ich bin gut im Nahkampf. Wir brauchen einen Fernkämpfer. Wer von euch hat einen Sniper oder irgendwie sowas? Also, ich bin gut im Fernkampf. Also, ich könnte hier so einen Schrottding. Also, das ist ja recht kompakt. Das kenne ich noch von früher. Ich kann die locker ein paar Meter schmeißen. Okay, okay. Wie weit musst du weg sein? Wie weit muss ich weg sein? Wovon, entschuldige bitte? Von meinen Opfern. Für was? Für meine Feuersbrunst. Für deine Wave oder für deinen Fuse-Strahl? Für die, wo alle was abkriegen. Da musst du relativ nah dran sein. Das ist im Endeffekt wie so eine Schrotflinte. Denk an die Techniker. Die Techniker müssen heil bleiben. Wenn die tot sind, kriegen wir das Ding nie wieder an. Das ist schwierig, ja. Wir müssen die separiert ausschalten. Irgendwie was. Soll ich sie ablenken oder nicht? Ich kann die Flairgun benutzen. Ich einfach probiere, sie zu vereisen und einer von euch kloppt die einfach kaputt. Wie nah musst du rangehen? Ist auch relativ nah, das ist wie so eine Schrotflinte. Okay, pass auf, ich habe einen Ghetto Blaster und eine Flare Gun. Einer geht mit dem Ghetto Blaster nach hinten, macht Musik an, ich schieße mit der Flare Gun, die teilen sich auf, zwei sind noch da und wenn die anderen zurückkommen, ballern wir die um. Großartiger Plan. Okay, wer nimmt den Ghetto Blaster? Ich habe einen Plan B. Ich nehme die Emily einfach auf Huckepack. Emilia, bitte. Rüdiger. Emily. Und dann gehen wir da hin und ich stelle mich einfach erstmal nett vor. In dem Moment knallt so alles Eis da rein und ich nehme die beiden Mechaniker und schmeiß mich erstmal zur Seite und dann knallst du ein paar Feuerbälle und du deine Flairgun. Aber die Flairgun. Oder ich nehme Emilia auf die Arme und schrei, Steffen, sie ist verletzt, ihr müsst mir helfen. Die Techniker packen langsam zusammen. Was wir tut müssen ihr? Jetzt eine Entscheidung treffen. Ich kann jetzt einfach einspringen, die Techniker erstmal. Was sagt ihr jetzt? Okay, du nimmst den Ghetto Blaster und läufst weg. Was? Und Timmy nimmt den Ghetto Blaster und läuft da hinten hin. Und du schießt die Flairgun in die andere Richtung. Hier, ich mach dir John Bon Jovi. Hier, John Bon Jovi und lauf da hinten hin. Lauf da hinten hin. Okay, Flairgun. We're halfway there. Living on a prayer. Da tut sich was da unten. Und er läuft weg und plötzlich seht ihr, dass zwei der Soldaten sehr verwirrt gucken und in Richtung Timmy in die weggehen. Vorsichtig mit den Gewehren. Von hinten. Die Flairgun brennt auch da hinten irgendwo. Du schießt die Flairgun? Ich schieße bei der Flairgun. Du schießt die Flairgun nach oben. Zwei weitere der Soldaten gucken leicht verwirrt. Okay, Zugriff, sich Zugriff. Aus ein bisschen. Okay, ich würde jetzt erstmal ein paar Liegestütze machen, um womöglich einen Stärkebonus für den Kampf zu erhalten. Schauen wir gleich mal. Okay, was möchtest du machen? Liegestütze. Mach Liegestütze. Du machst Liegestütze. Das, ja, ich mein, das gelingt dir. Okay, aber wie gut? Würfel mal auf Überleben. Wir haben doch vorher noch was anderes vergessen, ne? Würfel mal auf Überleben. Das ist ein W12er. Ja. Scheiße, eine 3. Ah, die Liegestütze, die sind. Das ist ja auch ein bisschen schlechte Zeiten. Bisschen Wasser hier. Ja, das ist das Problem, ja. Also, ja, dann guckt euch Rüdiger an. Was, die Liegestütze, die sind nicht ganz sauber. Boah, ich hab ein bisschen Wasser hier. Nee. Okay, wir müssen jetzt da runter, Also sneaken wir uns ran, oder was? Ja, ich würde sagen, du prescht rein, ich nehm zwei, du nimmst zwei. Schieß mit der Nagelpistole, du machst einen Hagel mit Nagel und wir gehen ran in den Nahkampf und Der Nagelhagel? Nagelhagel! Nagel sie weg! Aber es sind ja nur noch zwei. Nagelhagel! Und du schießt? Ja. Wirf nur auf Fernkampf. Das ist übrigens keine offizielle Fähigkeit, das hat Nils sich gerade. 11! 11? Du Scheiße. Wir laufen in der. Mach bitte Schaden. Ja, was hat mein Nagelhagel? Dein Nagelhagel. Das sind quasi zwei Angriffe. Mit Pistolen. Das bedeutet. Willst du auf jeden einen Schuss quasi abgeben? Hagel. Ich habe ja viel Schuss drin, ne? Ja. Du hast genug Schuss, ja. Ja, jeder kriegt einen Angriff. 1W6 bitte, plus 4. Alter, das ist doch zum Mäusemann. Ey, das sind wirklich diesmal nicht die Würfel jetzt. Du kriegst 5 Schaden im Ende. Ja. Du schießt in die Richtung und die beiden Soldaten werden von Nägeln getroffen. Nagelhagel! Wer macht das nächstes was? Was macht Emilia vorher kurz? Ich laufe jetzt auch immer näher zu den Soldaten. Okay, du läufst runter. Mhm.
und mach wieder mein Eis aus den Fingern. Okay, du spürst, wie aus dir aus deinen Händen Kälte kommen und die beiden Typen, die gerade noch von dem Nagelhagel getroffen werden, frieren ein. Dann sind zu Eissäulen erstarrt. Ihr hört plötzlich allerdings, wie die anderen Soldaten anscheinend jetzt gerade zurückkommen. Rüdiger, was machst du? Ich mache gerade noch Liegestütze, ja. Aber jetzt langsam würde ich mich mal hochrappeln. Es wird auch Zeit. Und dann würde ich jetzt so ein Schrottteil packen. Mhm. Und es potenziell werfen wollen. Wie bitte? Wirf mal auf Überleben. Wir haben ja gesagt, du kannst Schrottteile raussuchen und gucken, wie viel ich habe keine ist. Waffe und deswegen vor einem Kampf schaue ich immer, was so sich anbietet. Genau. Nein. Du findest so ein. Vom W12, also das doch. Du findest getürkt. So ein Busch. So ein Busch halt. Bisschen Strauchwerk. Ja, so. Muss aber reichen. Ich bin ja sehr selbstbewusst jetzt mit diesem Busch. Ja, ne? Ja, dann renne ich jetzt los. Okay, du rennst runter in Richtung dieser Gegner. Bleibt nur noch Craig. Was machst du? Okay, ich habe noch eine von diesen letzten Rauchgranaten. Mhm. Ich schmeiß die auf den Boden und greife mir ganz heimlich von hinten die zwei Mechaniker und ziehe die schon mal in den Fahrzeugraum. Okay, du wirfst die Granate, die Rauchgranate, in die Mitte dieser Person. Es ist plötzlich überall Rauch. Also auch für euch beide plötzlich überall Rauch. Du schnappst dir die beiden Techniker, die super verwirrt sind, die dich angucken mit großen Augen. Was passiert hier? Wer seid ihr? Ich halte den Mund zu. Und du ziehst sie so ein bisschen hinten in diesen Rückraum des Fahrzeugs sozusagen rein und kannst sie da erstmal beruhigen sozusagen. Mhm. Wir hatten eben angefangen mit dir. Wilbert, was machst du jetzt? Du bist gerade auf dem Weg nach unten, du hast ein bisschen genagelt. Nagelhagel, ja. Genagelhagelt. Wie ist denn die Lage jetzt? Es ist sehr rauchig unten. Du kannst kaum was sehen. Ja. Du hast aber, glaube ich, das Gefühl, dass Craig gerade reingelaufen ist und sich die Techniker schon geschnappt hat. Da sind aber bestimmt noch zwei Leute. Und von den Seiten kommen die anderen Soldaten zurück, die jetzt wirklich schneller nach unten stürmen. Achtung, Kabel oben. Die wirklich jetzt nach unten, also in eure Richtung stürmen. Also ihr müsst wahrscheinlich schnell sein, wenn ihr euch den Truck jetzt schnappen wollt. Okay, dann laufe ich einfach in den Truck rein. Okay, du springst vorne rein oder hinten? Kann ich Auto fahren? Hast du Technik? Wobei, nee, Geschicklichkeit ist es eher. Geschicklichkeit, ja, habe ich ein W6. Du machst das. Kannst versuchen. Ich mach das. Also muss ich eine 4. Was hast du? Ich. Du hast mehr, ne? Ich komm mal her. Ja, dann setz mich auf den Beifahrersitz, okay. Dann musst du fahren. Du springst in den Beifahrersitz. Fahren, ja. Emilia, was machst du? Ich gehe auf den Fahrersitz. Mhm. Und dreh den Schlüssel um. Drehst den Schlüssel um, der funktioniert tatsächlich. Du hast aber irgendwie das Gefühl, das linke Hinterrad scheint jetzt nicht mehr ganz so fit zu sein, aber die haben es anscheinend gerade schon gefixt, die Techniker. Also ist gut, dass ihr ein bisschen gewartet habt anscheinend. Und der Wagen springt an. Rüdiger, du bist das Einzige noch draußen. Du merkst, deine Kollegen sind alle schon in dem Fahrzeug drin. Und das Fahrzeug geht an. Du läufst gerade mit deinem Busch nach unten. Vor dir steht noch so ein Typ, der gerade wieder entfriert und dich seltsam anguckt und völlig verwirrt. Dornbusch! Ja, ich würde jetzt erstmal gucken, wo Timmy ist. Timmy ist anscheinend mit euch runtergelaufen. Auch im Auto? Der ist anscheinend direkt neben dir gerade noch. Mit Bon Jovi noch? Okay, dann würde ich mit meinem Busch jetzt einmal richtig hart Timmy auf den Arsch hauen wollen. Okay, du haust ihm richtig auf den Arsch, er wird noch schneller. Es ist so, als würdest du ihm einen Tollbus geben. Und er springt hinten in den Laderaum. Helf mir doch mal. Die Lampen brauchen wir noch. In den Laderaum, ja, ich halte das mal hier. So, und jetzt trete ich dem langsam in eisernen Typen nochmal sicherheitshalber voll in die Nüsse. Aber der friert ja von unten nach oben. Ja, tut er. Du siehst, wie gerade noch so die Grenze. Hüfte gerade aufhaut und tritt ihn volle Latte auf seine. Also du trittst ihm in die Leiste. Mhm, in die Leiste. Er. rutscht ein bisschen zusammen. Busch in den Mund. Und du steckst ihm den Busch ins Gesicht. Willst du dann auch ins Auto springen? Ja. Du springst aufs Dach, krallst dich so fest, haust noch einmal oben aufs Dach und rufst, los! Und du kannst losfahren, Emilia. Ja, ich drück aufs Gas. Na, Emilia, komm in Wallung! Du merkst, wie der Wagen anspringt, du fährst so ein bisschen durch den Rauch. Ich halte mir die Hände, während ich hinten mit den zwei gefesselten bin. Bist du bitte auf Geschicklichkeit. Mach den Wagen an, verdammte Scheiße! Der Wagen ist schon an, der fährt schon. Fahr, gib Gas! Ein Eins. Plötzlich merkst du, wie du das gegenfährst. Emilia, Mann! Du hängst an einem Wohncontainer fest. Oh nein. Und du hörst jetzt plötzlich Schüsse. Und plötzlich merkst du oben, wie Schusssalven über euch hinüberfetzen. Ach, Scheiße. Oh oh. Eine Salve trifft dich tatsächlich. Nein, ich würde gerne Geschosse zurückwerfen, aktivieren. Das kannst du machen. Du denkst plötzlich an Matrix, den ersten Film. Und plötzlich merkst du, wie die Geschosse, die in deine Richtung fliegen, angehalten werden. Wow. Und würfel mal auf Fernkampf, bitte. Ey, dein Ernst? Ja.
Vielleicht hast du Glück. 3. Die Geschosse fliegen in alle möglichen Windesrichtungen zurück, aber du triffst leider niemanden damit, aber du hast die Geschosse aufgehalten. Und Emilia, der Wagen ist abgesoffen. Ich glaube, das geht hier nicht mehr weiter, Leute. Nur bitte auf Technik. Drei. Ja, so richtig kommt der Wagen nicht mehr an. Also irgendjemand musste wahrscheinlich rausgehen und den so ein bisschen anschieben. Ich bin ja oben. Ja. Ich check das nur, ich brauche Anweisung. Euer Rüdiger, schieb die Karre an! Zieh das mal da raus, Rüdiger, gib mal Gas jetzt! Komm mal runter! Ja, was denn? Was los? Warum fahren wir nicht? Du sollst die Karre anschieben! Schieb das Auto aus dem Schutt raus! Na gut, dann kletter ich jetzt mal runter. Oh. Der steckt nie wieder. Du merkst, wie Kugeln in deine Richtung gehen. Rüdiger, schieb an! Halt die hintere Leiter fest, wenn wir losfahren! Kann ich ihm Schussdeckung geben? Gravitation. Jetzt machen. Hm? Ja, ich mache Nagelhage, um ihn zu. Um seinen, du hängst dich so ein bisschen aus der Beifahrerkabine. Zack, 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 mit deiner Nagelpistole. Ich würde gerne erstmal wahrnehmen, wie nah der Truck gerade an der Wand, potenziellen Wand steht. Brauchst du nicht. Also, es reicht, wenn du Stärke würfelst, dann kannst du das. Ich hab. Ja, aber ich wollte gerne einen Gravitationssprung gegen die Wand machen, um das Auto wegzubringen. Okay, dann mach das mal. Falls deine Wand ist. Kannst du machen, wenn du möchtest. Da aktiviere ich jetzt Gravitationssprung. Und stößt mich von der Wand ab, während ich mich am Auto festhalte, um es rauszuschieben. Alles klar, du hängst dich so ein bisschen an die Wand und stößt dich so bam nach draußen. Ihr merkt plötzlich, wie durch das ganze Auto ein Ruck geht. Du machst kurz Fernkampf, bitte. Für deinen Nagelhagel. Ja. Und ein Ruck geht durchs Auto. Was machst du? Ich nutze meine geliehene Zeit. Ich kann 3 Klone erschaffen, die Gegner nochmal ablenken. Ist nicht nur ein Klon? Ein Klon. Ja. Lass ihn wie Timmy aussehen. Okay. Ist ein Klon von dir, nicht? Ist ein Klon von mir. Ist getroffen? 12. Okay. Beschwer dich. Hat sich erledigt. Der Nagelhagel hagelt mit den Nägeln voll in die Soldaten herein, die sich in Deckung werfen, teilweise trotzdem von den Nägeln getroffen werden, aber nicht weiter in eure Richtung gehen. Ja, ich vor allem da 12. Du bist ein Held. Du bist ein Held. Was ich nötig habe. Erstmal hast du wirklich genagelt. Naja, fast dreht wirklich. Zum ersten Mal, dass ich erfolgreich genagelt habe. Danke, dass du mir das nochmal unter die Nase schmierst. Haha, Jungfrau. Na, jetzt ja nicht mehr. Nicht mal Crystal war Jungfrau. Oh, Crystal. Das weiß ich wiederum. Wie alt war Crystal eigentlich? Das geht dich gar nichts an. Und der Wagen, bevor wir weiter über Crystal reden, bewegt sich langsam wieder. Oh. Du schaffst es tatsächlich, ihn auf diese Straße, auf diese durch den Schutt gegrabene Straße hinweg zu bewegen. Und er fährt mit angemessener Geschwindigkeit, denn die Straßenverkehrsordnung geht natürlich immer noch, durch diese ganzen Schrottberge hindurch. Und ihr schafft es, hinten dran, genau. Ihr schafft es, diesen Soldaten-Squad zu entkommen, was noch hinter euch herruft. Das ist unser Truck! Bringt ihn sofort zurück, ihr miesen Schweine! Aber dann hört ihr nur noch das Gurgeln von seltsamen Viecher, die sich gerade anscheinend auf die Soldaten stürzen. Oh. Und dann nur noch Stille hinter euch. Und was unsere Freunde mit dem Truck anfangen, das werden wir gleich nach einer ganz kurzen Werbung noch sehen. Dann kommen wir in die finale Runde von Pen and Paper Outriders hier. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Wir sehen uns gleich nach der Werbung. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei Pen & Papers Outriders. Wir sind dem Finale nahe, kann man schon einmal sagen. Unsere Helden haben sich gerade einen Truck organisiert, nachdem sie in einer komplett zerstörten First City wieder aufgewacht sind, um damit jetzt hoffentlich nach draußen zu fahren. Das werden wir gleich sehen, ob sie das schaffen. Sie haben auf jeden Fall schon einmal Timmy einen Vogel auf den Kopf gesetzt, um es mal nett auszudrücken, haben einige Soldaten bekämpft. Sehr erfolgreich. Nils hat einen kritischen Treffer beim Nagel erwürfelt. Nagel. Sehr gut. Sehr stolz auf dich, Nils. Ich wusste, die Nagelkanone zieht sich aus. Ja. Und wir machen weiter. Ihr sitzt in dem Auto. Craig, du bist hinten in dieser Ladefläche sozusagen. Das ist so eine kleine Wohneinheit drin. Das ist gemütlich, musst du sagen. Mhm. Mit den beiden Technikern, die du da gefesselt hast. Oh, ja. Hast du sie auch geknebelt? Oder? Ich hab sie geknebelt und gefesselt. Okay. Und biet den erstmal. Zwinge den einen, mein Longpad anzulecken, damit ich mir aus Tabak und Crystal eine Zigarette bauen kann. Aber er hat doch ein. Das Bild das von Crystal Ding als Longpaper? Mhm. Aber er wurde doch geknebelt. Wie soll er das dann anlecken? Vergiss das. Ich nehme den Knebel raus und lass ihn dann. Hilfe! 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 Leck das! Leck Hilfe! Nein, verdammte Scheiße! Wer zum Henker seid ihr? Seid ihr Psychopathen leck oder das was? Leck das ab oder schießt in den Kopf! Ich stecke ihn die Knebel wieder rein und genieße meine Zigarette. Okay.
Ich würde gerne jetzt meine Bierbong präparieren. Du hängst hinten an der Leiter und versuchst mit einer Hand deine Bierbong zu präparieren. Das ist sehr schwierig. Bist du nicht in 1000 Stücke zerstört? Ach stimmt, die ist kaputt. Stimmt. Ich habe zwei. Der dann bin ich beruhigt. Emilia und Wilbald, ihr sitzt vorne im Fahrerhaus und fahrt so ein bisschen durch die Überreste der First City. Es ist wirklich, sieht aus, als wäre alles komplett zerstört worden, als wäre hier seit Jahren Anarchie. Überall seht ihr so Spray-Tags an den Seiten. Wilbald war hier, steht dort irgendwie seltsamerweise. Ander, da ist du nicht. Das hast du irgendwann mal angebracht. Ja, Leute, schau mal, das war ich. Er ist tatsächlich noch da. Container 187, Wilbald, ich erinnere mich. Ja, und dann fahrt ihr vorbei. An den Überresten von Container 69. Und ihr denkt euch, 69. Und, Wilbald hat er noch nie 69. Ah, ich schieße mit der Nagelpistole auf den Container. Du schießt mit der Nagelpistole auf den Container. Mhm. Wirf mal auf Fernkampf, bitte. Hat er dir getan? Treffe. 6. Du triffst also den Container. Aber ich mach das blind und ich gucke hier Elise dabei an und ne? Es war ein bisschen beeindruckend, muss man sagen. Ihr fahrt weiter, der folgt der Straße ein Stück weit. Ich renne da immer noch hinterher. Ja, hat dich das gestört? Oder willst du rein? Du kannst auch hinten dran bleiben. Nee, ich versuche halt richtig wild, diese Bierbong irgendwie in Kontrolle zu kriegen, aber ich schlag halt ganz schön hin rum. Ja, das ist auch nicht gerade eine angenehme Fahrt, weil ihr fahrt auch so über teilweise tote Tiere rüber. Ab und zu verliere ich auch mal den Halt rüber. Und prall kurz auf den Boden und dann wieder hoch. Das scheint dich auch nicht so zu stören, das ist ein hartes Genick. Das ist nicht. Scheiße. Rüdiger sollte eh mal ein bisschen abnehmen. So ein wilder Fahrrad hier. Und ihr kommt an einer Mauer an. Die Stadt ist umringt, das wisst ihr noch, von einer ca. 10 Meter hohen Mauer, die an einigen Stellen mit Toren und kleinen Wachtürmen gesichert ist. Oh, Scheiße. Das Tor, was jetzt vor euch liegt, ist geschlossen worden und zusätzlich scheint das mit so Schrott vernagelt und mit Ketten versiegelt worden zu sein. Auch die Mauer scheint so mit Tags tatsächlich übersät zu sein und jemand hat da irgendwie Schrott dran gepackt, als würde das halt verstärkt worden sein von innen. Und es liegt der Geruch von verbranntem Fleisch in der Luft. Ihr haltet euren Truck kurz an, um ein bisschen zu gucken. Und ihr seht vor dem Tor ein kleines Lager, wo mehrere Männer und Frauen mit zusammengeschusterten Rüstungen und Waffen sitzen. Die haben da ein kleines Lager aufgebaut. Und anscheinend kontrollieren sie diesen Abschnitt und lassen hier niemanden durch. Neben dem großen Tor ist ein kleiner Wachturm. Und ihr erinnert euch grob daran, dass die Türsteuerung für dieses Tor in dem Wachturm war. Und ja, ihr haltet kurz an, könnt den Wagen so ein bisschen so parken, dass er zwar abfahrbereit ist, aber jetzt nicht ganz sichtbar ist sofort. Und könnt überlegen, was ihr tut. Ich würde hier stinkt. Erstmal ein bisschen sprühen. Kann mir einer bitte die Oberschenkel und die Waden massieren? Ich schwöre es, ich habe noch. Gib ihm Salbe. Boah, ey, das war's. Gib ihm Salbe. Rüdiger. Ja, bitte. Ich schreib dich ein bisschen ein mit meiner Salbe. Oh, ja. Ich gehe runter zu den Würfeln. Bitte Erste Hilfe. Ich rede mit denen. Okay, da kommen wir gleich zu. Erste Hilfe? Ja. Oh. Mal. Ach so. Oh ja, genau so. Emilia. 9. Brennt höllisch, aber fühlt sich ein bisschen gut an. Und danach merkst du, wie deine Waden voller Kraft strotzen. Oh, jawohl, ja. So, wir können zum Beispiel Männer und Frauen. Währenddessen ist Wilbald schon runtergelaufen. Ihr merkt, wie er gerade so nach unten läuft und einfach auf die Leute zugeht, die da unten sitzen. Was tut ihr, Craig? Was machst du? Wilbert, spinnst du? Du kannst nicht einfach da runterlaufen. Ich bin ein Gott. Okay. Wer soll mich aufhalten? Ich folge Wilbert also und gehe mit ihm runter. Was machst du, Emilia? Also, nee, du bist ja noch dabei, Rüdiger einzureiben. Ihr beide geht herunter und ihr merkt sofort, wie so Töpfe geschlagen werden, wie so ein Alarmsignal. Duck, 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 duck. Und die ganzen Männer und Frauen stehen plötzlich auf. Sind alle ziemlich breitschultrig, haben ziemlich dicke Waffen an der Seite. Einer hat tatsächlich so ein Standmaschinengewehr, was er dort aufgebaut hat, an so ein paar Sandsäcken, was er jetzt in eure Richtung schiebt. Und ihr geht dort herunter und die Leute gucken so ein bisschen verwirrt, zeigen dann so auf euch und machen so, was zum Henker, was passiert jetzt hier? Und ein Mann geht tatsächlich nach vorne, der so ein bisschen auch ein bisschen breiter aussieht und stellt sich so vor, baut sich so vor euch beiden auf. Wo wollt ihr denn hin? Fürchtet euch nicht, meine Kinder. Wir sind herabgefahren vom Pantheon der Gottheiten, um euch aus eurem niederen Dasein aufzuhelfen in eine höhere Form des Daseins. Was Wilbert euch sagen will, ist, lasst uns durch, weil wir sind Götter. Wir müssen bitte auf reden.
Dann hätte er mir 12. Ne? Warum habe ich ihm diese Fähigkeit gegeben? 9. 9? Okay. Der Mann scheint etwas verwirrt zu sein. Ich kann euch nicht durchlassen. Wilbert, mach mal so ein Feuerballding, damit er sieht, dass du krass bist. Ich werde nun ein göttliches Wunder vor euch erschaffen aus dem Nichts. Denn so wie die Flamme den Menschen das Leben schenkte, so schenke auch ich euch das Leben. Genau das. Er hat Feuer gespuckt. Und ja, plötzlich merkst du, wie noch mehr Waffen auf euch gerichtet werden. Okay, was geht denn da hinten ab? Was macht ihr genau? Emilia und Rüdiger. Ja, Timmy. Nimm mal den Vogel da. Timmy, kannst du bitte mal den Vogel da vom Latz rupfen und mir mal aufhelfen? Komm mal bei mich bei. Du stinkst, Timmy. Könnte ich ein bisschen Deo haben? Ja. Meine Augen! Er geht nach hinten und versucht dich so ein bisschen runterzuhelfen. Komm doch mal her. Es sieht so aus, als würden die beiden da unten wieder irgendeinen Mist machen. Oh mein Gott, sind die bescheuert? Ja, sag mal, Timmy, was denn hier? Die Leute sind gefährlich. Wieso? Wer sind die Leute, Timmy? Das sind solche Wahnsinnigen, die hier die Stadt kontrollieren. Die lassen hier niemanden rein und raus. An denen haben wir uns schon die Zähne ausgebissen. Sind die auch vom Kult oder? Nee, das sind irgendwelche Wahnsinnigen, die irgendwie der Sturm ein bisschen verblödet hat. So wie. Das, also diese komische Anspielung, die habe ich jetzt nicht ganz verstanden, Timmy. Ich gebe ihm einen kleinen Klaps auf den Hinterkopf. Ich merke, er hat mich irgendwie, ne? Aber ich check nicht. Wirf mal auf Stärke. Nee. 7. Oh, Timmy kriegt nochmal einen richtigen Schlag auf den Hinterkopf. Und Salbe. Setz dich auf den Boden. Schreibst du mal Salbe drauf. Ah, es brennt! So, Emilia, wo sind die anderen hin? Ihr seht, die anderen beiden stehen unten und werden gerade mit Waffen bedroht und da gibt es anscheinend Gespräche. Und Wilbald steht dort mit weit aufgerissenen Armen und hat einen Feuerball in der einen Hand. Sag mal, Willi! Sag mal, Max, bei dir bist du ganz dicht in der Weichbirne oder was ist da los oder wie oder was? Ich hab jetzt keine Zeit, Rüdiger. Ich bin hier am Gottheiten. Rüdiger, sei still. Willi, schau mal hier. Zeig ihnen das Foto von Crystal und sag ihnen, dass wir diese Frau suchen. Die ist da draußen irgendwo. Das ist ganz wichtig für das Überleben der gesamten Menschheit. Ich würde gerne. Okay? Ich würde gerne herausfinden, wie aggressiv die Stimmung dort unten denn ist. Es ist eine seltsame Stimmung, hast du das Gefühl. Sie ist nicht wirklich aggressiv, aber die. Ja, also es knistert noch nicht. Nee, es knistert noch nicht genug für dich. Okay. Ich renne also zu den beiden. Du rennst runter? In die Richtung, ja. Mhm. Kein Problem, du kommst bei unten an. Das sind ja noch mehr von euch. Wie viel seid ihr denn? Tausende! Oh mein Gott! Wir nehmen das Foto und zeig es. Ach so, ich nehme das Foto. Meine Kinder! Ich nehme diesen Typ, der bei mir steht, und küsse ihm so auf die Stirn. Zärtlich. Meine Kinder! Seht ihr dieses Foto? Der Grund, weshalb wir vom Pantheon hinabgestiegen sind, ist, weil uns unsere göttliche Tochter Crystal abhanden gekommen ist. Sie verweilt nun abseits dieser hohen Mauern und wir sind auf der Suche nach ihnen. Wenn ihr uns bereitwillig diese Tore öffnet, so wollen wir euch reichhaltig beschenken. Unendliche Energie. Unendliche dieses Energie. Dieses Kind ist die Quelle zu unendlichen Energie. Und Gold. Ich würde gerne parallel etwas stattfinden lassen. Ja. Weil ich höre nur dummes Gelaber. Ja, tatsächlich. Also selbst wenn man ein Verhältnis hat, da denke ich mir, heilige Scheiße, was machen wir denn? So, ich würde mir jetzt mal Timmy heranziehen. Yo, Timmy. Sag mal, wie kommen wir denn in die Geschichte rein? Da vorne ist anscheinend die Situation ein bisschen in Stocken geraten. Verstehst du? Ja, da oben ist der Turm. Da müsste so ein Knopf sein, da geht das Tor auf. Ja, aber dann, die gucken ja alle nur auf die beiden Körperklauen. Ja, Emilia ist jetzt auch runtergelaufen. Die steht da jetzt auch. Ja, aber dann kennst du den Weg, kannst du nicht da irgendwie so dran vorbei und ich mach hier noch ein bisschen Action. Soll ich das versuchen? Ja, Timmy, komm, mach dich einmal bitte nützlich, ja? Okay, ich versuch das. Scheiß Sammelkarte, du Affensohn. Er geht runter und versucht sich so ein bisschen zu verstecken. Gucken wir mal, wie gut er darin ist. Ja, er versteckt sich so ein bisschen. Merkst, er ist nicht sonderlich schlau dabei. Er geht immer so hinter so ein paar Kisten. Dann bleibt er so ein bisschen stehen. Den Vogel hat er schon abgesetzt tatsächlich. Läuft dann immer weiter. Da versteckt sich wieder ein paar Kisten. Ihr seht immer so ein bisschen seinen Haaransatz. Ein bisschen. Und die Leute, die dort unten stehen, gucken jetzt an euch vorbei. Gucken irgendwie. Ich tänzel so in deren Sichtfelden. Da ist doch noch irgendwas. Was? Nein. Zeig mal das Foto bitte. Hier, das hier. Guckt sich das Foto an. Crystal heißt sie. Eine Gottheit. Die Quelle zur unendlichen Energie. Autarke Energie. Er zeigt das so einer Kollegin, die neben ihm steht. Die guckt sich das so an. Scheint so ein bisschen verwirrt zu sein.
Wartet hier. Okay. Und sie geht in Richtung des Turms. Also wenn das funktioniert hat, Greg. Psst, warte ab. Sie geht in Richtung des Turms und aus dem Turm kommt plötzlich eine Frau in breiter Rüstung mit zwei Schrotflinten in den Händen. Oh. Auf die Brüstung, guckt herunter. Vater. Crystal? Crystal! Bist du das? Du hast mich zurückgelassen! Crystal, nein! Du hast mich verkauft! Nein, Crystal, ich bin hier, um deinen Mörder zu suchen. Ich dachte, du wärst tot! Du hast mich verkauft in deinem Wahn! Ich hab dich nicht du verkauft! Du hast gedacht, ich wäre tot! Damit Crystal, hast du gerechtfertigt, dass du mich verkauft hast! Nein, Crystal! So ist das nicht! Ich hab gedacht, du wärst verstorben! Erinnere dich, Vater! Du hast mich verkauft! Ich an den Mann, an den Fleischer! Ich will den Mörder finden! Der Nachbar war's! Ich bin nicht tot! Es war Dietmar, Crystal! Komm runter, lass Dietmar uns reden! Dietmar hat mich aufgenommen, als du mich zurückgelassen hast! Dietmar ist ein Mörder, Crystal! Er hat dich umgarnt! Wie kann er mein Mörder sein, wenn ich noch lebe? Er wollte dich töten! Er wollte dich töten! Dietmar ist verrückt! Er hat dich auf der Erde behalten! Du solltest jetzt mit mir hier sein, Crystal! Ich bin hier. Aber anscheinend bist du immer noch vernebelt. Crystal, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was geschehen ist, aber lasst uns einfach zusammenkommen. Ich weiß, bitte. Ein Stein gegen den Kopf, damit er mächtig wird. Ja, da muss ich bitte auf Konstitution, bitte. Jetzt müsste er eigentlich kommen. Also. Zwei. Er wird sofort ohnmächtig. Bock! Er liegt einfach ohnmächtig am Boden. Also, was wir hier eigentlich wollen. Ist eigentlich nur, dass ihr uns diese blöde Tür aufmacht. Niemand verlässt unsere Stadt! Schon gar nicht dieser Rabenvater! Also, ich würde jetzt mir die Situation ein bisschen genauer angucken, aber ich komme da nicht so richtig auf den Nenner. Das ist sehr verwirrend. Ich höre laute Schreie und auf einmal sehe ich, wie mein Kollege zu Boden geht. Und da ist so eine Frau, die sich richtig ready macht, so in so einer Rüstung. Ich denke so, heilige Scheiße, was geht denn jetzt ab? Also würde ich jetzt die Karre angucken und nochmal da runter. Und nochmal die Karre. Und nochmal runter. Und dann würde ich jetzt mal ins Auto gehen, gucken, ob die Schlüssel noch stecken. Ja. Und dann würde ich die Karre einmal anmachen. Ruckelt ein bisschen, aber ja. So. Und dann würde ich jetzt Handbremse anziehen. Vollgas mit Bremse. Und dann würde ich jetzt einmal runterschreien. Volle Fahrt voraus! Aus dem Weg, Willi! Löse die Handbremse, geh von der Bremse runter komplett und halt voll auf das Tor zu. Wilbald, du hast hinter dir Schreie. Neben dir ist gerade Craig zu Boden gegangen nach einem gezielten Steinwurf von Emilia. Und irgendwie baut sich da oben, ist anscheinend Crystal jetzt noch da, die dort oben an diesem Turm steht und der runterguckt. Was tust du? Ich bin total von den ganzen Ereignissen völlig mitgerissen. Bist du völlig wahnsinnig? Schrei ich in ihre Richtung. Der arme Mann! Und wende ich mich an Crystal. Crystal, er ist dein Vater! Ich bin mit dem Mann seit über 30 Jahren unterwegs und er redet ununterbrochen von dir. Ich glaube, das ist alles ein riesen Missverständnis. Und Crystal guckt so in die Ferne, so hinter dich. Und du hörst hinter dir das Röhren von Motoren. Achtung, Feuer frei! Und der Typ am MG rützt rum und schießt so an dir vorbei auf den LKW drauf. Ich aktiviere Geschosse zurückwerfen. Sehr gut. Du aktivierst Geschosse zurückwerfen. Würfel bitte auf Fernkampf. Ich habe euch zu viele Kraft. Zwei. Okay. Die Kugeln fliegen irgendwo hin, aber treffen zumindest nicht das Auto. Das ist schon mal gut. Du hältst voll nach unten drauf und voll in die Richtung. Und schlägst voll in das Tor ein und bleibst stehen und das Tor hat sich keinen Millimeter bewegt. Ist Airbag auf oder fliegt? Ja, das ist, schreibe in der Zeit der mit auf. Der Wundsalbe ein, damit er wieder aufwacht. Aha. Wirf mit auf Erste Hilfe. Acht. Du wachst wieder auf, Craig. Du hast Kopfschmerzen, du hast Erinnerungen daran, dass Crystal irgendwie ist. Du hast plötzlich einen lauten Knall. Neben dir steht plötzlich der LKW am Tor. Du bist völlig verwirrt. Crystal, lass uns doch bitte reden. Crystal, es ist wirklich wichtig, dass du uns jetzt hier durchlässt. Wir müssen... Wieso hast du einen Stein auf mich geworfen? Damit du mal deine Klappe hältst. Crystal, das fand ich gut, sagt Crystal. Crystal, was auch immer da passiert ist, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe damals eine Menge Crystal geraucht, als das passiert ist, Crystal. Und
lass uns einfach jetzt zusammen hier rausschreiten. Wir reparieren die Karre, ihr kommt alle mit und wir fahren in die Ferne. So. Da draußen wartet was auf uns. Innerhalb dieser Stadt sind wir nicht sicher, Crystal. Moment, ist ein bisschen schwummrig. Fick Dietmar. Scheiß auf unseren Nachbarn und unsere Vergangenheit, Crystal. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, ihr das schon wieder zu sagen. Ich wollte mir kurz den Wurzelsack rausholen. Hör auf damit. Bitte, Crystal. Sie überlegt kurz. Nur wenn du mir eins versprichst. Okay. Gib die Drogen ab und schwör ihn ab. Okay, Crystal. So. Gib mir die Longpaper. Gib mir die Longpapers! Mein Tabak. Mein Crystal. Steckt alles ein. Dann umarmt sie dich. Sie ist währenddessen heruntergegangen vom Turm. Und plötzlich seht ihr Timmy herumschleichen. Mal noch gucken. Ihr habt eine sehr gute Ableckung für Timmy gemacht. Er geht langsam auf den Turm herauf. Versucht gerade so ein bisschen herauszufinden, was er macht. Und drückt oben am Turm einen Schalter. Risch. Und plötzlich fällt dieses ganze Tor einfach nach. Und ich mach währenddessen so. Bumm. Nach hinten oder nach vorne? Nach vorne. Auf dich. Scheiße. Nicht auf dich. Nein, ist gut. In die andere Richtung. In die andere Richtung. Alles gut. Also quasi nach draußen. Ich mach das Auto wieder an. Du hast das Auto wieder anzumachen. Ich hab's und wieder rein. Vor euch liegt die Freiheit. Ihr blickt in die weiten Ebenen vor der Stadt. Als ihr plötzlich Schreie von Bestien hört in der Ferne. Oh oh. Viele, viele Bestien. Das müssen Hunderte sein, die jetzt aufgeschreckt worden sind. Und Crystal Scheiße. Hält dich so ein bisschen am Arm. Perforo! Zu den Waffen! Hey. Vater! Wir halten sie auf! Crystal, flieh! Ich lass dich nicht nochmal zurück! Verschwinde! Ich lass dich nicht nochmal zurück! Geh! Gib mir meine Longpage zurück, wenigstens! Nein! Geh jetzt! Du hast es mir versprochen! Okay. Und ihr seht plötzlich, wie mehrere kleine, hundeartige Wesen aus dem gesamten Stadtgebiet in Richtung des Tores laufen, mit gespaltenen Gesichtern weit aufgerissen. Komm doch mit uns, Crystal! Versuchen sie sich auf euch zu reiben. Und plötzlich seht ihr in der Ferne, ihr hört plötzlich Gesänge. Und ihr seht oben auf einem Wohncontainer die Kultisten. Eure Anbeter, wie sie auf den Wohncontainern stehen, bewaffnet mit Raketenwerfern, Granatwerfern, alles Mögliche. Und sie gucken herunter. Rettet unsere Götter! Feuer frei! Und es bricht das Chaos aus. Oh, ihr seht plötzlich, wie diese Viecher sich in wellenartig auf dieses Tor werfen, in Richtung dieses Tores, werden gerade noch so abgehalten von den Leuten von Crystal, die mit Maschinengewehren in die Richtung ballern. Von oben schießen Kultisten mit allen möglichen Sachen herunter. Sie werfen auch teilweise einfach so große Steinbrocken nach unten. Nicht an. Und das Auto springt an. Oh, jetzt habe ich ihn. Oh, der wurde selbst runtergefallen. Ihr drei steht noch draußen. Du hast gerade Crystal, die Umarmung von Crystal losgelassen. Und ihr steht noch draußen. Ihr merkt, das Auto sieht ziemlich zerdeppert aus, aber es scheint noch zu funktionieren. Der Scheiß geht noch, Freunde. Die Mechaniker, macht doch irgendwas da hinten drin, die gefesselten Mechaniker. Die sollen. Sag mal, wer seid denn ihr zwei Körperclowns? Na ja, gut, die können eigentlich raus. Ich würde die jetzt. Nehme ich wieder meinen Raketenwerfer. Aha. Schieß einmal in diese Menge. Mhm. Menschenmenge oder Monstermenge? Eigentlich ist es egal, wo du hinschießt, du triffst immer irgendwas. Nicht Crystal. Also du schießt in die Richtung, eine Rakete löst sich aus deinem zusammengelöteten Raketenwerfer. Ich renne zum Auto. Und du läufst zum Auto und springst hinein. Ja. Wilbald, was tust du? Ja. Ich schrei. Ey, Leute, okay, Leute! Schnell ins Auto und weg hier! Ich würde den Mechaniker rauswerfen gerne. Du wirfst die Mechaniker als Decoy raus. Ja, du rennst, springst hinein. Ja. Was machst du? Lässt du Crystal zurück? Sie steht gerade an einem Maschinengewehr, schießt in die Menge. Und du siehst, wie einige dieser Monster sich immer weiter zu ihr nach vorne bewegen. Timmy! Wir müssen ihr helfen! Timmy ist nirgendwo zu sehen. Timmy, du Idiot! Du bist der Einzige, der ihr noch helfen kann. Was tust du? Ich nehme meinen Katana und springe in die Menge rein. Ihr seht, wie Craig in die andere Richtung läuft. Er läuft in Richtung Crystal. Und wirft sich zwischen die Gegner. Du Idiot! Wow. Sie ist verloren!
Mann! Du merkst plötzlich, wie sich Krallen in dein Fleisch graben, wie du gebissen wirst von allen Seiten. Crystal direkt neben dir geht auch zu Boden. Wir sind wieder eins, Crystal. Und Mann, ihr anderen drei seht, wie er zu Boden geht, wie er auseinandergerissen wird. Für euren Freund, für euren Wegbereiter und für Crystal könnt ihr nichts mehr tun. Trotz dass ich mit Greg nie warm wurde, verspüre ich trotzdem so einen Drang zu helfen und auf einmal spüre ich so viel Kraft und Leben und Heilung und mache eine Lebenswelle. Du merkst plötzlich, wie deine Kraft durch dich durchströmt und Craig, neben dir siehst du, wie Crystal die Augen aufschlägt. Auch du schlägst die Augen wieder auf. Crystal! Über euch, neben euch liegen Leichen und Monster um euch herum. Ihr seht in der Ferne noch das Auto. Es ist noch ein Platz frei. Jetzt, wo die beiden Mechaniker rausgeworfen worden sind. Ja. Wir laufen dem Auto hinterher. Crystal guckt noch einmal um und läuft dir dann ebenfalls hinterher. Ihr lauft in Richtung des Autos. Du lässt langsam die Kupplung kommen. Oh, ganz langsam. Das ist ein bisschen schwierig. Frei. Ihr springt herein. Du siehst noch Crystal. Du hältst ihr noch die Hand hin. Sie springt in deine Arme. Und ihr fahrt nach draußen aus dem Tor heraus. Hinter euch seht ihr noch in der Ferne, wie das Chaos neben dem Tor seinen Kick erreicht. Und wirklich völlig Leichen und Tote. Pures Chaos. Aber ihr habt es geschafft. Ihr seid der First City entkommen. Und ihr seht auch ein paar Kultisten oben auf den Wohnblöcken, die euch zuwinken. Ich mache einen Feuerball. Ihr dummen Idioten! Ihr seid umsonst gestorben! Aber von Timmy ist nirgendwo etwas zu sagen. Freunde, wo ist eigentlich Timmy? Timmy, hast du? Habt ihr? Also, ich hab keine Ahnung. Crystal, hast du? Wie ich immer früher gesagt habe, ein bisschen Schwund ist immer. Aber wenn wir jetzt keinen hohen Priester mehr haben, dann brauchen wir einen neuen. Ich nehme den toten Vogel und setze den Crystal auf den Kopf. Crystal hat jetzt den toten Vogel auf den Kopf und ich würde sagen, damit beenden wir unsere Pen-Paper-Runde für heute. Ich hoffe, ihr hier im Studio hattet alle viel Spaß. Ihr draußen hattet alle viel Spaß. Es war vielleicht alles ein bisschen anders, als ihr es von Pen-Paper von uns gewohnt seid. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Macht man das nicht so? Noch ein paar Infos für euch. Vielen Dank natürlich an Square Enix, die uns dieses Ganze hier ermöglicht haben. Wir hatten echt die Möglichkeit, schön hinter die Kulissen zu gucken. Wir hatten viele Möglichkeiten, authentische Charaktere zu machen. Wir hatten die Möglichkeit, viel, viel selbst zu gestalten. Vielen, vielen Dank, liebe Kollegen von Square Enix. Wenn ihr jetzt auch Bock habt auf Outriders, das Spiel kommt Ende des Jahres raus, wird ein Third-Person-Shooter, wird gerade entwickelt bei People Can Fly, kommt heraus für die Plattform PlayStation 4, auch für die PlayStation 5, für die Xbox One, für die Xbox Series X, für die Stadia und für den PC. Das Ganze wird ein Dreispieler-Koop werden mit den Fähigkeiten und den Klassen, die ihr jetzt schon kennengelernt habt. Es gibt noch ein paar mehr Fähigkeiten, keine Sorgen. Wir haben euch hier nur einen kleinen Einblick da reingegeben, was es alles für Fähigkeiten gibt. Aber jetzt wisst ihr schon mal, was es für Klassen gibt. Es gibt einmal den Trickster, den hat Revi heute gespielt. Es gibt einmal den Technomancer, den hat die gute Milchbaum heute gespielt. Nils hat heute den Pyromancer gespielt, hat man vielleicht gemerkt. Und Henno den Devastator. Mit der Nagelpistole. Mit der Nagelpistole. Vielen, vielen Dank. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr natürlich hier an diesem Kanal ein Like da lassen. Könnt auch schön kommentieren unter dieses Video. Wir würden uns freuen. Teilt es mit euren Freunden und vielleicht machen wir das Ganze nochmal wieder, wenn ihr mal wieder in der Stadt seid, wenn ihr jetzt nicht zu sehr geschockt seid. Ich kann noch ein paar Runden. Kannst du noch ein paar Runden? Also, gut. Ich bin ja eh noch im Auto gerade. Ich gehe jetzt erstmal auf Kur und ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß mit dem restlichen Gamevasion-Programm. Morgen geht es weiter und habt viel Spaß, eine gute Nacht und wenig Albträume. Macht's gut. Ciao, macht's gut. Auf Wiedersehen.